Einen schönen guten Abend, werte Gäste. Ich möchte mich zuerst herzlich bedanken, dass ihr alle für dieses brisante Thema gekommen seid. Vor allem möchte ich mich auch zuerst einmal bedanken, auch bei der Frauenföderation, die mitgeholfen hat, diesen Abend zu organisieren und Gäste eingeladen haben. Begrüßen möchte ich ganz herzlich heute von drüben an den Herrn Phil Desch, Böschel von Safer Surfing. Dann die Frau Abgeordnete zum Nationalrat Barbara Rosenkranz, sie ist Buchautorin und anderem auch Mitglied im Parlamentarischen Familienausschuss. Die Frau Adelheid Leier. Sie ist diplomierte Lebens- und Sozialberaterin und die Frau Maria Jindra, sie ist diplomierte Pädagogin und ehemalige Volksschulleiterin. Einen Applaus natürlich jetzt auch für Herrn Walter Bahr, der sich bereit erklärt hat, die Diskussion zu leiten. Kurz eines erwähnen, Sie haben vielleicht gelesen, dass ich auf der Einladung Dr. Bonelli drauf war. Der hat leider kurzfristig absagen müssen. Seine Frau hat zu früh anscheinend sein Kind bekommen und muss sich aus familiären Gründen darum kümmern. Und deswegen kann leider nicht kommen. Aber trotzdem, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Erlauben Sie mir kurz ein paar Worte zu diesem sehr derzeit aktuellen, besagten Thema auch zu sagen. Und zwar, ich habe das Thema gewählt, ganz schön intim. Dieser Titel bezieht sich jetzt auf die bestehende Unterlage von der Sexualaufklärung. Und dann stelle ich die Frage, ist die moderne Sexualerziehung eine Anleitung zum Missbrauch? Ich habe übrigens zu diesem Abend jemanden aus dem Ministerium eingeladen, bekam leider keine Antwort, aber ich werde natürlich auch das Ministerium über unseren Abend informieren. Worum geht es? Die Frau Unterrichtsministerin Gabriele Heine-Schossek will nämlich die Sexualerziehung in Österreich modernisieren. Und dazu will sie den Erlass aus dem Jahr 1990 überarbeiten lassen. Das war der letzte Erlass 1990. Und sie nennt die Gründe dafür, für diesen neuen Erlass zur Sexualerziehung, die gesellschaftlichen Veränderungen und einen erleichterten Zugang zu sexuellen Inhalten für Kinder und Jugendliche in den neuen Medien. Und ihr Argument, es brauche daher eine zeitgemäße sexuelle Bildung. Was meint sie damit? Sie meint damit, es gehe darum, Kindern ein gutes Körperbild
zu vermitteln und ihnen zu ermöglichen, Nein zu sagen. Wie soll das geschehen? In der Aufklärungsbroschüre ganz schön im Thema heißt es, Gefühle und Wünsche aller beteiligten Kinder in einigen vielen Situationen, Entschuldigung, ich brauche noch eine Brille, eine Spezialbrille. Und zwar Gefühle und Wünsche aller beteiligten Kinder in intimen Situationen und bei sexuellen Aktivitäten soll nicht nur erahnt oder als eh bekannt vorausgesetzt werden, sondern von ausdrücklich gewünschten und freiwilligen sexuellen und in Anführungszeichen Handlungen abgelöst werden. Was heißt das in der Praxis? Die Kinder sollen also spielerisch mit den sexuellen, sollen sich spielerisch mit den Sexualorganen beschäftigen, mit ihren Gefühlen experimentieren und anschaulich lernen, wie sie eine mögliche Schwangerschaft oder sexuell übertragene Krankheiten verhindern können. Aber das Wichtigste ist dabei, dass die Kinder die Vielfalt der Lebensformen und sexuellen Orientierungen als normal annehmen und akzeptieren werden. Meine Damen und Herren, ich möchte darauf hinweisen, dass die Pädagogik der Vielfalt, so wie es sich nennt, rein von einem hedonistischen und naturalistischen Menschenverständnis ausgeht und das ist bereits das Problem. Denn wären Menschen nur als ein rationales, triebgesteuertes Wesen betrachtet, das in erster Linie seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen sucht, und dessen Leben hauptsächlich von wirtschaftlichen Kräften bestimmt wird, für den ist auch die Liebe und Sexualität eine Handelsware. Deshalb wird Pornografie für Erwachsene als moralisch nicht bedenklich betrachtet. Und für Minderjährige und Jugendliche, um es provokant auszudrücken, ist sie nur deshalb bedenklich aus dieser Betrachtungsweise, da diese noch nicht geschäftsfähig sind. Ein Wort zum Thema Wertevermittlung. Im Erlass, den ich auch hier vorliegen habe, steht, es ist nicht Aufgabe der Schule, bestimmte Werte vorzugeben. Genau genommen kann die Pädagogik der Vielfalt gar keine Werte vorgeben, da sie keine Werte hat. Die einzigen Werte, die sie anstrebt, ist die Befriedigung der Lust und des Egos. Der Mensch müsse seine Gefühle und Neigungen ungehindert ausleben können, so das Credo. Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung wird auch genannt. Der Sexualpädagoge Wolfgang Kostenbein sagte im Reportbericht, vielleicht hat ihn jemand gesehen, Kinder sollen Körperkompetenz lernen. Und darunter, so hat er gesagt, ist nicht gemeint, sich sexuell selber zu berühren, sondern Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich Kinder körperlich wahrnehmen. Aber was ist der Unterschied zwischen Berührung und körperlicher Wahrnehmung? Sexualpädagogen haben entweder keine Ahnung von der Kraft der Liebe, die aufbauend oder sehr zerstörerisch sein kann, oder sie ignorieren diese. Den Erwachsenen attestieren sie, wenn diese Filme oder Fotos anschauen, die Geschlechtsorgane ganz groß zeigen, aufgeregt zu werden und Sex zu wollen. Kindern aber soll durch Wissen über Sexualität und sexuelle Lustquellen ein positives Körpergefühl vermittelt werden. Dass eine solche sexuelle Bildung keine Gefahr in sich birgt, um kindliche Gefühle zu verletzen und ihre erwachende Sexualität zu missbrauchen,
ist schlichtweg Realitätsverweigerung. Wenn wir die Sexualisierung der Gesellschaft stoppen wollen und unseren Kindern und Jugendlichen helfen wollen, ihr Leben zu meistern und sie zu befähigen, Nein zu sagen, müssen wir Werte vermitteln. Wir müssen vermitteln, dass Liebe und Sexualität ungeheuer wertvoll sind für jeden Einzelnen. Und Programme, so wie diese Materialien, die darauf abzielen, dass Kinder mit Gefühlen experimentieren, Gefühle, mit denen sie noch gar nicht umgehen können, sind unverantwortlich. Ein amerikanisches Sprichwort besagt, if nothing else works, try the truth. Und die Wahrheit ist, die Pädagogik der Vielfalt does not work. Weiters, die vielen Botschafter der sexuellen Revolution, mit ihnen viele Sexualexperten und Sozialwissenschaftler, vermitteln uns permanent eine ständig falsche Botschaft und geben ständig falsche Versprechen. Und diese sind kurz zusammengefasst, das sind die Versprechen von Freiheit und freier Liebe, aber ohne Verantwortung. Nachgeschaut, das Wort Verantwortung kommt in dieser Broschüre, diese Materialien für den Unterricht nicht vor. Zweitens, die Versprechen, dass Sexualität ein nur Spaß sei, ohne Bindung, ohne Verpflichtung. Drittens, das Versprechen und das Versprechen von Gleichheit ist Glück. Wenn wir alle gleich sind, dann sind wir alle glücklich. Und dieses Versprechen ist verbunden mit der Botschaft, ja, man muss dafür nichts tun. Man muss sich nicht in Beziehungen investieren, man muss dafür nichts tun. Und das Letzte, das Versprechen von Solidarität, allerdings nicht Solidarität mit unseren Stärken, sondern mit den menschlichen Schwächen. Indem wir ständig bombardiert werden mit der Botschaft, es ist alles okay. Ja, alles ist okay. Ich bin okay, du bist okay. Oder wenn ich es in der Fachsprache ausdrücke, hier geht es um die Transformation neurotischen Leidens in gewöhnliches Unglücklichsein. Es gilt daher, die vielen Halbwahrheiten dieser Pädagogik der Vielfalt zu entlarven und eine wert- und verantwortungsbewusste Sexualpädagogik, ja, ein komplettes Charaktererziehungsprogramm, eine Pädagogik der Menschenwürde, möchte ich sie nennen, zu entwickeln. Und ich hoffe, dass dieser heutige Abend uns einen wichtigen Impuls dafür gibt. Dankeschön, und damit übergebe ich an unseren Diskussionsleiter Dr. Rastelmann. Danke, schönen Abend auch meinerseits. Ich möchte versuchen, das Thema ein bisschen zu zerlegen und starte, wenn Sie erlauben, bei unserer Forschungsdirektorin Familie Abban, ist nach ihrer jahrzehntelangen Erfahrung Sexualisierung überhaupt möglich. Wie ist das bisher abgelaufen? Ja, bisher ist das nach diesem Erlass, der 1990 war, abgelaufen, dass man von den Farben der Kinder ausgegangen ist. Also da war zum Beispiel erste Klasse, dass einmal im Unterricht, im Sachunterricht über den Körper gesprochen wurde und dass alle Körperteile benannt wurden und dass dann im zweiten Schuljahr, meistens hat man dann eine Mutti eingeladen, die vielleicht schwanger war oder die ein Baby schon bekommen hat und dann haben die Kinder das Baby gesehen. Und wenn dann Fragen aufgetreten sind, dann hat man darauf reagiert.
Aber alles ist vor allem so gewesen, bevor man das in den Unterricht gebracht hat, hat man so circa 4 Wochen vorher einen Elternabend veranstaltet, mit den Eltern gesprochen und gesagt, das wollen wir jetzt, also das sollten wir jetzt durchmachen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Sind Sie damit einverstanden? Gibt es Dinge, die man vielleicht besonders beachten muss? Und ja, wollen Sie vielleicht jetzt, wenn Sie es noch nicht getan haben, die Zeit nützen bis dorthin und mit Ihrem Kind persönlich darüber sprechen? Also das war die Vorgehensweise. Und diese Vorgehensweise ist in der Neuformulierung überhaupt nicht mehr vorhanden. Denn da haben die Eltern eigentlich überhaupt kein Recht mehr. Sie werden auch nicht darüber informiert, sondern ja, sie werden eigentlich vor vollendete Tatsachen gestellt, weil man den Eltern die Kompetenz abspricht, dass sie wissen, wie sie ihr Kind aufklären sollen, wann sie es aufklären sollen. Und das ist ein großes Problem, dass man in unserer heutigen Gesellschaft den Eltern überhaupt ihre Kompetenzen als Eltern abspricht. Das beginnt damit, dass man, ja, dass man sagt, die Kinder möglichst früh von der Mutter weg, denn in der Krabbelstube, da gibt es dann die Experten und die können das viel besser. Und das wird so suggeriert, also dass es schon viele Mütter gibt, die das sogar glauben und die sich dann überhaupt nicht mehr zutrauen, selber zu entscheiden. Und das wird dann weitergeführt jetzt auch, also in der Schule und dann also noch in der Sekundarstufe genauso. Danke. Sie haben das Problem der Untergrabung der Kompetenz der Eltern. Darauf möchte ich zurückkommen noch einmal. Jetzt aber vielleicht die Frage an Sie. Meine Nachbarin ist diplomierte Lebens- und Sozialberaterin, Frau Meyer. Wann ist prinzipiell eine Sexualerziehung überhaupt möglich? Also ich habe es mit meinen Kindern so gehalten, dass es dann möglich ist, wenn die Kinder sich interessieren anfangen. Also ich als Mutter muss reagieren darauf, wie mein Kind, wo mein Kind Interesse hat. Also das heißt, das eine Kind hat es früher und das andere Kind später. Und darum empfinde ich, wenn das von der Schule her geleitet wird, sozusagen, man sagt jetzt, ab 8, 9 Jahren muss das geschehen, das ist nicht wirklich gut, weil ein Kind ist dafür fähig, etwas aufzunehmen, das andere nicht. Ich habe persönlich erlebt, dass meine Kinder nichts davon erzählt haben, dass ich auch von den Lehrern nichts erfahren habe. Und dass, wenn ich gefragt habe, meine Kinder haben gesagt, ja, wir haben etwas gehabt, aber sie mir kaum genau sagen konnten, was wirklich war. Und wenn ich dann mit ihnen danach sprechen wollte, sie oft nicht mehr sprechen wollten darüber, weil sie gesagt haben, ja, wir wissen eh schon alles. Und das war also für mich dann viel, viel schwieriger, irgendwie dieses Thema noch einmal anzuschneiden. Und irgendwie auch, also ich konnte nur durch mein persönliches Leben, meiner Familie, einfach Werte vermitteln dann. Ja. Immer wieder so im Alltag, immer wieder was. Interessiert mich persönlich, Frau Meyer, konsultieren Sie öfter Eltern bezüglich dieses Themas? Dieses Thema wird hauptsächlich ausgelassen, würde ich sagen, von den Eltern. Aber die Lehrer haben wir. Ja. Also ich sehe nur, also weil ich ja sozusagen bei der Fürsorge arbeite, die Auswirkungen. Die Auswirkungen sind die, also dass eben sehr früh Mädchen Kinder bekommen, die betreut werden müssen, dass sehr viel, also sehr viel Missverständnis über Liebe da ist, also dass viele Eltern betreut werden müssen, die überhaupt nicht mehr fähig sind, Beziehungen zu halten in ihrer Partnerschaft, aber eben auch sehr, sehr viele Partnerwechsel haben, dadurch sehr viele Kinder. Also ich sage, große Problematiken in der Erziehung haben im moralischen Verständnis keine Werte haben. Und also ich muss ehrlich sagen, sehr viel eigentlich eher in diesem Bereich Eltern größere Probleme haben, die Österreicher sind, und keine religiöse Vorstellungen.
Also ich habe auch sehr viel mit ausländischen Familien zu tun, vor allem muslimischen Familien, wo zwar Armut herrscht und vielleicht eben schwierige Verhältnisse, aber dieser moralische Punkt sehr stark im Vordergrund ist, der religiöse Punkt, wo die wirklich drauf schauen. Und wo dadurch ein bisschen mehr Verständnis zu finden ist, dann ihnen irgendwie Anleitung zu geben, wie sie ihre Kinder behandeln sollen. Sie wissen oft nicht über die Gesetze, die Jugendschutzgesetze Bescheid, aber also diese ethisch-moralischen Gesetze sind so tief eingeflasst. Ja. Wir sind gerade mit Worten nach. Worauf fühlen Sie diese moralische Armut? Ja, ich führe es da zurück, also mit dem Rückgang der Religiosität. Also dass mehr und mehr soziale oder sozialistische Themen wieder eingeführt worden sind, dass also die gesellschaftliche Richtung dahin geht, dass also alles möglich ist, dass eben die mediale Entwicklung in diese Richtung geht, dass es eigentlich nichts gibt, vor dem man noch Achtung hat. Also man ist frei von jeglichen Werten und verwirrt dann eigentlich die Menschen. Sie haben zum Beispiel eine Mutter von 6 Kindern gehabt, die ihren zweiten Partner gehabt und hat dann den dritten und dann gesagt hat, na, ich würde doch noch gerne ein Kind für den haben. Also nur dieses Gefühl, aber keine Verantwortung für ihre Kinder. Und ich sehe also, dass sozusagen die Werte, wie man Beziehungen gestaltet, wie man Sexualität gestaltet mit inneren Werten, dass das etwas Heiliges sein kann, etwas Wertvolles für die Familie, was Wichtiges für die Entwicklung unserer ganzen Persönlichkeit, dass das einfach nicht mehr vermittelt wird und dadurch ein Chaos entstanden ist. Dankeschön. Sexualisierung der Gesellschaft. Wie wir eingangs beim Statement von Herrn Bunder gehört haben, Herr Böschel, ist das nicht der Bund? Ist das möglich? Ja, ich glaube schon. Du hoffst da auch. Sexualisierung der Gesellschaft, die große Industrie, die großes Interesse hat, ja auch Geld mit dem zu machen. Man hat ja eine Ware, ein Mensch als Ware. Und die Sexualität lässt sich auch zu kaufen. Man kann hier einiges machen. Wir leben es als Verein, sehr viel unterwegs sind in den Volksschulen. Die junge Kids im Durchschnittsalter 8, 9 sind und Gewaltpornografie konsumiert werden. Die werden potenzielle zukünftige Konsumenten herangezogen. Das ist nicht nur Seiten der Schule, sondern dieses Material, die Inhalte kommen in die Schulen rein. Das sind Kinder, die sehr verstört sind, ja. Die nicht nur wissen, wie man das Wort Sexualität schreibt, man wissen schon, was Pornografie ist. Sie wissen, was Hentai ist. Das ist so eine Art, das ist so ein Pokémon mit Gewalt. Pornografie, Einschlagung, also diese Zeichentrickfilme, sie wissen sehr viel, sie wissen, wo sie Pornografie konsumieren können. Für die Mädels ist es meistens die älteren Brüder, die mir gezeigt haben, wo man diese Links findet, die Burschen. Das verteilt sich und wird cool untereinander. Und mit dem macht sie es ja auf. Das ist so ihr Erstkontakt, meistens der Erstkontakt mit Sexualität. Und haben keine Chance, Sexualität kennenzulernen, das, was es ist, sondern werden gleich auf Pornografie gestoßen und der Mensch keinen Wert hat. Der Mensch hat über der Pornografie auch keinen Wert. Ich bin unterwegs mit als Redner mit Ex-Darstellern, Pornodarstellern, Ex-Produzenten, mit Freunden, die Produzenten waren, auch die sind noch. Und diese Welt ist keine sehr schöne Welt. Also da geht es auch beinahe um das Geschäft, die Welt und der Mensch, vor allem die Schauspieler erzählen nicht. Also, sexueller Missbrauch ist ein Thema. Und ja, und das ist ein starker Einfluss auf viele Leute, auf die Gesellschaft. Und eben, wie schon gesagt worden ist, der Mensch hat einen Wert, sehr wohl natürlich. Das ist alles aber auch täglich und macht auch die Menschen nicht glücklich. Das erleben wir zumindest in der Begleitung von vielen Leuten, die abhängig sind, Pornografie abhängig sind, dass Familien kaputt gehen, Beziehungen kaputt gehen. Es ist egal, aus welchen Kreisen sie kommen, wir wollen nicht. Das macht was mit ihnen, und die Liebe der Schöpfung. Das ist gerade religiös, das war interessant, mit der Religiosität, ich glaube, es hat auch damit zu tun, aber von mir auch in die Richtung, dass jeder glaubt, er ist Gott, ein kleiner Gott. Ja, das ist eine Gesellschaft, in der wir leben, jeder ist ein kleiner Gott.
Und wenn ich glücklich bin, dass ich mich meiner mir, sonst segne alle vier. Ja? Und damit die Umwelt nicht glücklich sein. Das ist aber nicht so. Die Umwelt wird nicht glücklich, wenn ich nur das Ich betone. Es geht das natürlich das Ich, das Wir. Und wir haben das Deutsche natürlich das ein starkes Wir gehabt. Da ist ein Missbrauchsentheater. Aber das Ich ist so stark geworden in die andere Richtung. Es braucht aber beides. Und das ist ganz wichtig. Und dann leidet die Gesellschaft auch einfach. Dass jeder, ich glaube, der ist ein kleiner Gott. Gott sei Dank haben wir die Gravitation noch, das heißt, wir bieten doch am Boden alle irgendwo. Die Gravitation, ich weiß nicht, ob das genau funktioniert, aber die Wissenschaft da. Ja, aber spätestens dann, ja, wenn es Probleme gibt, kommen die Leute dann zum Boden irgendwo. Darüber will ich gern später mal wieder eine Reise nehmen. Frau Abgeordnete zum Nationalrat, die Frau Dank der FPÖ in der Lande, Sie haben nicht eine. Einen unglaublichen privaten persönlichen Background, sondern Sie haben Ihr Buch geschrieben, das 2008 in Graz herausgekommen ist. Menschen, es ist klar, dass der Rang der Frau in unserer Gesellschaft ein gänzlich gleichberechtigter sein muss. Da kann es keine Abstriche geben. Ebenso aber ist es eine Tatsache, dass erfolgreiche Weiblichkeit und Mütterlichkeit nicht auseinanderfallen dürfen, wenn wir im Gesamten eine Zukunft haben wollen. Wie können Sie das jetzt in Verbindung bringen mit Ihrer Einladung hier zu diesem Abend? Das ist sehr spannend, finde ich. Ja, es ist unglaublich gebogen. Manchmal sind die banalen Dinge die entscheidenden Dinge. Wenn wir es nicht zusammenbringen, dass Frauen einen gleichberechtigten Platz in der Gesellschaft haben, beste Bildung, auf den Universitäten sind und gleichzeitig auch Kinder bekommen, dann war es kein Erfolg des Modells, sondern dann werden uns andere Gesellschaften, die dieses wünschenswerte Emanzipationsprojekt nicht unternommen haben, aber dafür eine Vielzahl von Kindern haben, schlicht und einfach beehren. So einfach ist es. Das habe ich auch damit gemeint. Es ist keine ganz einfache Aufgabe. Ich darf sagen, ich habe 6 Töchter und 4 Söhne. Es ist keine ganz einfache Aufgabe einer Frau Magister. Oh ja, bei der ersten Frau Magister war es eigentlich einfach, die wollte dringend Kinder und hat es auch gemacht. Aber junge Mädchen, die natürlich auch Karrierevorstellungen haben, beraten zur Seite zu stehen, wie man das alles miteinander vereinbart. Das ist halt einmal eine Problemstellung, die wir hier in unseren modernen Zeiten jetzt haben. Es war früher nicht so schlimm, da ging das alles besser. So, die Bayern hat Kinder gehabt und haben Hof gearbeitet, das war alles einfach. Aber jetzt, also in unserer industriellen, differenzierten Gesellschaft, ist das ein gewisses Problem. Dem müssen wir uns widmen. Keine Lösung ist es, dass wir Mutterschaft unterbewerten und Familie dekonstruieren, wie ja der Fachbegriff heißt, das Elternrecht auf Erziehung, da würde ich ganz gerne, Sie haben das wunderbar formuliert, wie das eigentlich gut gehandhabt wird, das Elternrecht auf Erziehung beschneiden. Ich darf vielleicht ein bisschen einhaken, wie ich das sehe. Es gibt das Elternrecht auf Erziehung und es gibt den Bildungsauftrag der Schule. Das sind natürlich keine getrennten Bereiche, das ist schon ganz klar, das muss zusammenwirken. Aber was jetzt passiert, und jetzt bin ich dann bei meiner politischen Tätigkeit, ist, dass ganz gezielt und konsequent das Elternrecht auf Erziehung immer mehr und mehr beschnitten wird. Und zwar nicht in einer offenen Diskussion. Wie tun wir das? Ist nicht viel gescheiter, wir machen es wie die DDR, da hat es ja auch funktioniert. Alle waren vollzeiterwerbstätig und der Staat hat die Kinder, machen wir so. Nein, nicht offen und ausgesprochen, sondern so unter. Subkutan und immer wieder mit Begründungen, also pädagogische Kompetenz der Kindergärtnerinnen, Spracherwerb und so weiter. Und was Sie da jetzt auch bei diesem Erlass sagen, ne? Dass er das in der Vorbesprechung haben wir das gesagt, als Volksschuldirektor, der Direktor kennt ja alle diese Praktiken. Dieser Erlass zu dieser Sexualpädagogik der Vielfalt in der zweiten Bereich, wenn wir das ein bisschen was sagen können. Aber der ist. Plötzlich war er da und dann war die Begutachtungsfrist ganz, ganz kurz. Irgendwie so über Ostern war es so. Normalerweise kommt also so etwas, das ist Demokratie, wird entwickelt, liegt dann auf, dann wird es ausgeschickt, dann sind in aller Regel 6 Wochen Zeit, manchmal wird es sogar verlängert, dann äußern sich die Betroffenen, man nennt das dann Synopse, das wird dann zusammengefasst, dann ist es so ein Paket und dann kommt es wieder retour an den, der das Gesetz ausarbeitet, sei es die Regierung oder ein Parlamentarier, und dann kann man es überarbeiten. Das ist also
allein diese Heimlichtuerei zeigt. Das böse Vorhaben und das schlechte Gewissen. Und nicht nur diese verkürzte Frist, sondern Sie haben sicher recht, das wird irgendwann im August, ist er da, zu einem Zeitpunkt, wo alle in den Ferien sind, weder Lehrer noch Eltern können sich organisieren, klatsch, und im September haben wir das. Und da schämen sich ja so, oder wie soll ich sagen, schämen, die halten es auch für ein gutes Recht. Eine der führenden Feministinnen, die in der Presse eine Gastkolumne hat, Sibylle Hamann, ich weiß nicht, ob Sie ihn schon haben, die schreibt übrigens vorzüglich, aber hat also ungefähr in allen Punkten den gegenteiligen Standpunkt von mir, die schreibt das auch. Die sagt, Eltern, die so verkorkst und verzwickt sind, dass sie das nicht einsehen, dass wir jetzt eine moderne Sexualmoral entwickeln wollen und das natürlich am besten auch den Kindern beibringen, weil sonst wird es nie uns, kann man ja nicht mehr so leicht davon überzeugen, das muss man den Kindern nachsetzen. Eltern, die so verkorkst sind, die kann man nicht allein mit ihren Kindern lassen. Die sagt das auch. Ne? Also von den Eltern, ja. Und da müssen wir uns wirklich wehren. Es ist also das Recht der Eltern, ihren Kindern Wertvorstellungen mitzugeben. Sie haben schon recht, das sind keine Werte, die wir als Werte so, da sind wir uns einiger kennen. Aber es ist ein ganz dezidiertes Menschen- und Weltbild, das in dieser Sexualpädagogik vielfach vertreten wird und was wahrscheinlich auch nicht auf die Zustimmung sehr vieler Eltern trifft. Also diese Sache wird offen ausdiskutiert und darum bin ich also für diese Veranstaltung schon einmal, wir sind noch nicht so viele, aber es wird schon werden, sehr lang. Wir sind der Kern. Genau, wir sind der Kern. Darf ich bei Ihnen bleiben? Bevor ich diese Frage weiterkriege, was werden wir da jetzt dagegen tun können, würde mich so schon interessieren, aus Ihrer persönlichen Warte, ja, wer will denn das überhaupt, dieses neue Sexualpaket? Wer hat was davon? Es passt, da ist es auch schon angeklungen, es passt in das Menschen- und Weltbild, das, ich nenne es immer die politische Klasse, weil Elite mag ich nicht sagen, dass die politische Klasse weit austeilt. Und das ist ein Menschenbild, das vor allem eines kennt, der einzelne Mensch mit seiner Lust und seiner Begierde und den es vor allem interessiert, Lust und Begierde zu befriedigen und Schmerz zu vermeiden. Man nennt das auch utilitaristisch, so bestimmte philosophische Richtungen. Und alles andere sind Hirngespinste und gibt es eigentlich nicht. Das wollen wir haben. Und dem stehen natürlich sowohl die christlichen Werte, als auch, angenommen, man hätte, wäre Kantianer und würde sich an Kant orientieren, dem steht das massiv entgegen. Und Sexualmoral ist natürlich ein Kernstück jeder Ethik. Wie halten Sie damit? Das ist ein unglaublich, wie soll ich sagen, zwingender Bereich. Wie das geordnet ist, das sagt über alles andere unglaublich viel aus. Und darum wird hier auch angesetzt. Es ist einfach das Konzept der herrschenden Klasse, die das durchsetzen will, auch wenn es die anderen nicht wollen. Das nennt sich auch so. Es ist also diese Sexualpädagogik der Vielfalt. Jetzt muss man irgendwann mal endlich genau sagen, was es ist, glaube ich. Ist ja ein Teil dieser Gender-Ideologie. Es ist also ein Mittel, um das auch durchzusetzen, dass man das dann so sieht. Es gibt nicht zwei Geschlechter, sondern es gibt so viele Geschlechter, wie es Menschen gibt. Wenn Sie heute in der Früh aufgestanden sind und sich als Mann gefühlt haben, ist das nett, aber Sie können sich nichtsdestotrotz morgens Frau fühlen und niemand kann es Ihnen verwehren. Geschlechtlichkeit ist etwas frei Wählbares. Nichts Zugeschriebenes. Und also der führende Sexualpädagoge der Vielfalt in der Bundesrepublik Silat sagt das auch ganz deutlich, man ist sich in der Sexualpädagogik einig, man will drei Lebensumstände entnaturalisieren, also klarstellen, dass das nicht von der Natur vorgegeben ist, sondern dass wir das einbilden sozusagen. Und zwar diese drei Punkte sind Kernfamilie, Heterosexualität und Generativität. Also das heißt, dass geschlechtliche Verbindungen über die Generationengrenzen hinweg zumindest es nicht üblich sind. Also dagegen wird angelaufen und das verbirgt sich dahinter. Und zwar wird das also mit zwei Dingen gemacht, praktisch, indem man also die Kinder wirklich in einem Alter, wo meine persönliche Erfahrung ist, dass sie, aber dass sie sich nur marginal für dieses Problem interessieren und wenn es Fragen gibt, kriegen sie eine Antwort. Aber dass man also 5-6-jährige Kinder vermutlich nicht der genauen Erklärung sexueller Praktiken jeder Art und Weise quälen soll, da sind sich wahrscheinlich auch die meisten einig, also eine Sexualisierung der Kinder, und das kommt in diesem Konzept schon ganz, ganz deutlich heraus, ne?
Und das Zweite ist, theoretisch darauf hinzuwirken, dass diese alten Klamotten, so wie Mann und Frau, Vater, Mutter, bleiben zusammen, machen eine Familie, dass also die erkennen, dass das ein Konzept ist, das war früher. Und das hat also übrigens viele Nachteile gehabt, weil Männer unterdrücken Frauen und Menschen, die sich in dieses Schema nicht einfügen, Gleichgeschlechtliche zum Beispiel, werden diskriminiert, dass sie das ad acta legen. Auf das läuft es aus. Mir fällt dazu Folgendes ein, dass man nie auf die Bedürfnisse der Kinder schaut in unserer Gesellschaft. Und das geht also quer durch viele Themen. Man schaut nicht auf die Bedürfnisse der Kinder, ob es für die Kinder gut ist, dass sie schon mit 6 Monaten oder mit 1 Jahr weggegeben werden. Man fördert das. Man sagt, die Menschen haben deshalb weniger Kinder, weil zu wenige also Kitas sind. Ja? Das stimmt aber nicht, so ist das nicht. Man geht immer eigentlich von der Wirtschaft, von der Macht, von Geld aus. Ich kann mich erinnern, ich habe das selber gehört, dass ich weiß nicht mehr wann, hat die Frau Bundesminister Heine Schossek Folgendes gesagt, wir können uns Mütter zu Hause nicht leisten. Mir ist alles runtergefallen. Ja? Österreich kann sich das nicht leisten. Und das sagt sehr viel aus. Weil man wirklich auch die Frauen, und ich kann das auch sagen, meine Schwiegertochter, sie hat jetzt 2 Kinder, aber sie will noch mehr haben, und jetzt zu Hause ist bei den Kindern, sie sind auch noch sehr klein, sie wird von einigen ihrer früheren Freundinnen fast angefeindet. Wie kannst du das nur machen? Ja? Und du bist dumm, du bist nicht modern und so weiter. Aber das geht noch weiter. Manchmal werden Mütter sogar als Sozialparasiten angesehen. So weit sind wir in unserer Gesellschaft gekommen. Also, und auf das Wohl des Kindes wird nicht Bedacht genommen, denn noch kein Kind, das man fragt, wie stellst du dir dein Leben vor? Jedes sagt, ich möchte einmal eine Familie haben, ich möchte Kinder bekommen. Keines sagt, ich möchte dann, wenn ich groß bin, jetzt homosexuell werden und ein Kind adoptieren oder ich möchte mich scheiden lassen und viele Männer noch haben. Die Sehnsucht des Menschen und des jungen Menschen ist eine ganz andere, als hier in der Sexualerziehung vermittelt wird. Und dieser Erlass hat es in sich, dass er die Kinder und die Jugendlichen bindungsunfähig macht und dass sie dann wirklich in dieser miesen Situation sind, wobei dieser Erlass vorgibt, er will sie vor dieser Situation schützen, aber er führt sie genau dorthin. Und das ist das große Problem. Danke. Jetzt spiele ich mal das Teil des Advokaten. Ich versuche, die Diskussion ein bisschen spannender zu machen. Und da kann es sein, warum ist es so schlecht, dann Frau Direktor, wenn die Kinder einen Spaß haben. Erstens einmal ist die erste Frage, ist die, ob sie wirklich Spaß haben. Denn ein Kind, das mit Dingen sozusagen konfrontiert wird und werden muss, das über sich ergehen lassen muss, was eigentlich für das Kind nur verstörend wirkt, das hat nachher Probleme und keinen Spaß. Ja? Das Zweite aber ist, auch dann, wenn ich jetzt nur den Kindern beibringe, du machst das, was dir Spaß macht, dann werde ich sie nicht für das Leben vorbereiten. Ich weiß, das ist vielleicht etwas altmodisch, weil auch wie ich schon im Schuldienst war Disziplin, Pünktlichkeit, Genauigkeit, das waren U-Wörter, ja, das sagt man nicht. Aber wenn mir ein Kind gesagt hat, das macht mir jetzt keinen Spaß, dann habe ich dem Kind erklärt, dass ein Zeichen von Erwachsenwerden ist, dass man auch Dinge macht, die getan werden müssen, wenn sie auch keinen Spaß machen. Weil es macht auch keiner Mama Spaß, wenn sie die 100. Windel wechselt. Ja? Aber das sind eben Dinge, die dazu gehören. Und wenn man sie erledigt hat, dann hat man den Spaß. Also dieser Spaßbegriff, der gilt nicht. Der bricht zusammen. Frau Mayer, bevor ich zu unseren Inhaltsspezialisten überkomme, die Frage an Sie, wo hört der Spaß wirklich auf? Bei den Folgeerscheinungen. Wo beginnt es? Da, wo ich arbeite, sozusagen. Die Folgeerscheinungen sind schwierig, also sehr spät auf die Familie. Die schwierigen Kinder, die aggressiv werden, sensibelste Kinder, die mit falscher Behandlung
wirklich schlechte Lebenswege gehen hat, kann verfolgen. Ehen, die zerstört sind, Familien, die zerstört sind und meiner Meinung nach auch die Machtlosigkeit, die die Menschen haben oder sie tun sie. Weil ich mache Mutterwunden, wo eigentlich keine der Mütter so mir nichts, dir nichts wieder ins Berufsleben einsteigen, wie sich immer wieder Gedanken macht, wie wird es meinem Kind gehen in der Kinderkrippe, wie wird es meinem Kind gehen im Kindergarten, wie viel soll ich arbeiten, wie viel soll ich zu Hause sein. Aber sie sind in ein gesellschaftliches, wirtschaftliches Machwerk eingebunden. Sie wissen, sie müssen gewisse Leistungen bringen, um auch überleben zu können. Welche Leistungen müssen sie bringen? Ja, dass sie müssen arbeiten gehen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ja. Dass ihre Arbeit nicht wirklich anerkannt wird als Mutter. Der Staat entzieht den Eltern die Kinder, damit die Eltern dem Selbstprozess zur Verfügung stehen. Und Steuern zahlen und letztlich ihre Pension, ne, das ist ja immer sozusagen das große Stichwort dann, kriege ich eine Pension einmal, wenn ich so viel zu Hause bin. Ich kann sagen, ich war 20 Jahre zu Hause mit 5 Kindern und ich kriege fast nichts. Ja. Also ich habe immer gedacht, ja, das wird ja alles gezählt, ich habe aber nicht an die materiellen Folgen gedacht. Ja. Aber kurzum, wir sind sozusagen eingeklemmt in ein gesellschaftliches System, wo es schwer ist herauszukommen und man sehr viel Mut braucht, den eigenen Weg zu gehen. Und das einfach für viele fast zu schwierig ist, sich herauszuzwängen aus dem Ganzen. Wir müssen aber wissen, dann kommt der Staat her und sagt, es gibt viele kaputte Situationen mit den Kindern. Da müssen wir jetzt ansetzen und helfen. Anstatt dass man eigentlich die Eltern stärkt, ja, ja, entmachtet man eigentlich die Eltern. Das ist unglaublich, das ist Arbeit. Also, man sagt, ja, schauen Sie, genau, die Eltern missbrauchen ihre Kinder. Das passiert in der Familie. Man redet nicht von der Kernfamilie, sondern von der breiten Familie. Ne? Also, das ist eigentlich abseits der Kernfamilie eigentlich passiert. Das ist eine andere Sache als sexuelle Missbrauch. Darf ich dazu was sagen? Mir kommen dann immer die Gedanken, wenn ich diese schwachen Familien sehe, die eigentlich ist schon wichtig, dass wir da müssen was tun. Ne? Da muss man jetzt eingreifen und denke mir, um Gottes Willen, ja, wo greifen wir jetzt ein? Da, wo sollen wir eigentlich den Ansatz bringen, ne, um die Familien zu stärken? Weil jetzt hat man sozusagen krass diese Sozialraumorientierung gemacht, also wo schon in erster Linie wieder an die Eltern gedacht wird, also die Position der Eltern zu stärken, weil man gemerkt hat, es hat dann auch wirtschaftliche Folgen im Sozialbudget, wenn man nur auf die Kinder schaut und die Eltern dann nicht mehr mit können und die Kinder zuerst einmal betreut werden, was weiß ich, jahrelang und die Eltern dann letztlich wieder einen Blödsinn machen. Ja. Aber im Grunde genommen muss man dort anfangen, dass man sozusagen Elternbildung macht, meiner Meinung nach. Und auch den Wert der Familie mehr in den Vordergrund stellt. Ja? Dass die Familie eine Kernrolle hat in der Gesellschaft. Ja? Und dass die Familie eigentlich etwas ist, was unsere Gesellschaft gesund machen kann, wenn sie richtig verstanden wird, meiner Meinung nach. Ja? Aber wenn dann die Familie nur als schwach, geschwächelnde Organisation gesehen wird, der man sozusagen sozial helfen muss und die sowieso selber nichts kann und die man dann, wo die Kinder muss, zu diesen sogenannten Fachkräften schicken. Also es gibt oft viele Mütter, wenn die Kinder in die Pubertät kommen zu mir, muss ich nicht zum Psychologen gehen. Und ich sage ja, wer was wird der Psychologe machen? Der geht vielleicht einmal in der Woche dorthin. Glauben Sie, dass der was verändert? Sie müssen Ihre Kommunikation verändern. Ja, das ist ein schwieriger Weg. Ja. Aber jetzt auch. Das ist meine Frage. Meine Hoffnung ist, dass wir alle den Gym wirklich zusammenbrechen. Ja, das geht. Das ist auch schon, das ist nichts Neues. Und man zerbricht das einfach in Dekadenz. Tausende von Euro in eine Familie. Dann, genau, siehst, dann haben wir die Scherben und dann können sie wieder noch die Leute aufbauen. Aber der wirtschaftliche Druck auf die Frauen ist unglaublich stark, weil man mit einem Gehalt kaum eine Familie erhalten kann. Das muss man ganz wertvoll sagen. Das war aber möglich. Das war in den 60er, 70er Jahren möglich. Das war einfach ein anderes System. Jetzt wird das erwünscht, diese Gender-Geschichte. Eines dieser Aspekte der Gender-Geschichte ist, dass das kommt ja übrigens immer von der UNO dann in die EU
und dann irgendwann landet es in den Nationalstaaten, das ist eben dieses Top-Down, ne? Da steckt schon ein Konzept dahinter. Also ist es auch Wahnsinn, hat es doch Methode, um dann Shakespeare zu zitieren. Eines dieser Ziele ist zum Beispiel, wir müssen 33% der unter 3-Jährigen endlich in Griffen haben. Und das geht durch, da war es, wie ich es das erste Mal gehört habe, ich habe dann danach geschaut, das ist also dieses Barcelona-Ziel heißt, bis zur letzten Hinterbänklerin auch der konservativen Parteien geht jede runter aufs Rednerpult und sagt, du, immer haben wir nicht 33%. Das schlagt durch, das ist unglaublich. Und das ist, das haben Sie ja alle zwei schon gesagt, das ist nicht übrigens, das hat der Wirtschaftsausschuss wollen. Klar, für die Wirtschaft ist es momentan ein Erfolg, wenn sie junge, gut ausgebildete Frauen, die auch in aller Regel Soziale sind, dass sie irgendwelche männlichen Langzeitarbeitslosen, wenn man die im Chef hat. Das ist angenehm. Ne? Auf der anderen Seite haben wir eine ganz hohe Arbeitslosenrate, aber weh, du rechnest das gegen. Warum junge Mütter, die gerne bei ihren Kindern bleiben würden, noch eine Zeit lang dringend auf den Arbeitsmarkt, aber zum Beispiel 55-jährige Frauen nie und nimmer eine Chance. Es ist ja ein System, das an und für sich Einzelnen nützt, aber gesamtökonomisch der blanke Wahnsinn ist. Und auch insofern, als das habe ich mir jetzt ausgesucht, schätzen Sie, was ein Kindergrippenplatz im Jahr pro Kind dem Staat kostet? 15.000 Euro. Ein Kind. Die haben aber natürlich nicht die 1:1-Betreuung, sondern 1:5 oder so. Ja? Zu Hause wäre es eine 1:1-Betreuung. Wenn man nur die Hälfte der Mutter gibt, ne? Wäre das nicht 500 Euro im Monat. Ne? Es ist auch gesamtökonomisch ist es falsch. Aber da wirken eben einerseits, also das sieht man ja ganz aktuell auch immer, wer treibt in die Richtung. Das sind also unsere Avantgardisten von den Grünen vor allem und die Industriellenvereinigung. Ne? Also diese beiden Gruppen, die jeweils einen Vorteil haben, die einen sehen ihren ideologischen Ziele erreicht und die anderen sehen einen kurzsichtig und nicht kurzsichtig ökonomischen Nutzen, der gesamtökonomisch aber auch Nachteil ist und die wirken da auf den Sinn. Und wehe, einer sagt es, der kriegt es knüppeldick. Ja, das ist ja. Und wieder der Kindesfinger bleiben wieder. Die Kinder bleiben auf der Strecke. Und wenn einer einmal, das ist jetzt ein bisschen abschweifend, aber passt schon in den Kontext, irgendwie ein bisschen was sagt, wo jeder sagt, na eh klar, so wie der Gabriel Jem mit Mantel und Weibel, na, gerade dass es noch. Hat also die Kurven hat trotzdem können, also so weit sind wir. Ne? Ich bin also meine Frau, Kindergärtnerin und sie hat die Zeit lang auch Klippe gemacht. Sie sagt, aus Prinzip macht sie das nicht mehr. Das ist vorbei. Und das beobachtet, wenn es jedes 1:15 wäre noch schön, das fällt ja, ja, ja. Eigentlich, das waren das, also eigentlich 1:15 Minimum, da gab es eine Hilfe rein, das ist das, ja. Dann absolut fordert, also die Kinder waren ab 6 Monate, wurden die abgegeben, ja. Das ist halt das so nicht machbar. Ich meine, man ist froh, dass man die Windel wechselt, stellen Sie sich vor, Vormittag, eine Frau war da 4 Stunden am Vormittag, du Windel wechseln die ganze Zeit oder füttern, das war's. Ich meine, da gibt es überhaupt keine Zeit und das ist logisch, aber mit Logik arbeiten. Also, wenn ich ganz kurz nochmal ideologische Ziele, es stimmt ja nicht, dass also ein so kleines Kind im Kindergarten oder in der Kinderkrippe, jetzt reden wir wirklich von den ganz Kleinen, dass das dort was lernt. Wie lernt eigentlich? Wie lernt ein Kind? Indem es ständig mit einer Person, das heißt übrigens auch nicht Kinderpädagoginnen-Sprache, sondern das heißt Muttersprache, indem es mit seiner Mutter spricht und die Mutter, wenn ich mich erinnere, ununterbrochen korrigiert. Man kocht oben was, wenn wir uns das vor Augen führen, unten die kleinen Personen haben dann auch ihre Schüssel und watschen und reden und man spricht mit ihnen und korrigiert sie und die Wissenschaft hat herausgefunden, aber das weiß man eh selber, zwischen Mutter und Kind, wenn sie so kommunizieren, gibt es in der Stunde 500 Mal Blickkontakt. Also so lernen kleine Lebewesen. Durch Sprechen, durch Nachahmen, einfach durch Teilhaben lassen am Leben. Und die arme Kindergartenpädagogik, die, wenn sie Glück hat, 5 hat, die nicht richtig sprechen können, die nicht sauber sind, die sich nicht artikulieren können, wenn es ein Problem gibt. Wie soll das funktionieren? Also diese Geschichte, dass man seinem Kind, das ist ja mittlerweile beinahe so, wie Sie gesagt haben, etwas vorenthält, wenn man es nicht möglichst früh in eine frühkindlich-pädagogische Einrichtung schickt. Das ist überhaupt die größte Frage. Also ich sage, miteinander funktioniert ja. Die Gewalt auch nicht. Na gar nicht. Das geht nämlich nur gegen die Schafe. Genau, dieser Alter. Da sollen Sie noch alles erinnern. Außerdem ist es wissenschaftlich erwiesen, dass Babys, also solche sind es ja auch, wenn sie von der Mutter weg sind, in einem dauernden Stress
Entzugszustand sind und der Cortisolspiegel im Blut erhöht ist, dass das Auswirkungen hat auf das spätere Leben, wie man mit Stress überhaupt umgehen kann, wie stressresistent man wird. Das hat dann Folgen, wo man zu hohem Blutdruck neigt und so weiter. Das hat alles eine Folge und das weiß man. Und das nur, dass die Kinder eben unter Stress ja gar nicht lernen können, das ist auch erwiesen. Wer kann sich etwas unter Stress merken? Niemand. Und daher ist das ein, also ich finde, es ist wirklich eine, fast ein Kindesmissbrauch. Und wenn man das fördert, dann führt man die ganze Gesellschaft in die falsche Richtung. Und daher, man sagt, man hört aber auch nirgends diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel die Kindergartenstudie, ja, die sie sich beziehen. Ja, das hört man nicht, das wird ignoriert. Es werden Standpunkte vertreten, die durch nichts haltbar sind eigentlich. Ich war jetzt gerade im Kongress letztes Wochenende, ging es um das Thema Erlass und da waren bekannte deutsche Wissenschaftler dort. Die sagen, wir erledigen unseren Job bald wieder, es bringt nichts, irgendwelche Studien zu machen, das interessiert niemanden, das ist eine politische, ideologische Sache. Das bewegt sich auch nicht in der Breite der Studien. Das heißt, das werden zwar hinterher noch was zitiert, aber es gibt keine Basis. Also diese Forschung, von der man redet, sind einzelne, nicht ganz seriöse Studien, die da präsentieren. Das sage ich jetzt von Leuten, die gesprochen haben, die aus keinem kirchlichen, religiösen Hintergrund kommen, die waren einfach, wie gesagt, die kommen eigentlich aus liberalen Hintergrund sein, aber wir müssen unsere deutsche Gesellschaft für Sozialwissenschaft, was die Herrschaft ist, der Präsident dabei. Ich gebe auf, ich gucke eigentlich, wozu machen wir unseren Job? Das interessiert niemanden. Also das ist lustig, auf was für Daten die alle jetzt Zug nehmen. Interessanterweise sind es immer die gleichen Studien, die zitiert werden. Also das ist ein gutes Recht, gerade in der Gender-Ideologie. Sehr gut aufgestellte Leute, sind gut organisiert. Es sind noch nicht viele Leute, die man glaubt. Zitiert sich so im Kreis. Zitiert sich im Kreis, ja. Und darüber wird erwähnt worden, dass eine Kernperson, das ist BZ, BZGA heißt in Deutschland, das sind diese Stellen, dann sind die WHO, eine kleine Gruppe von 5 bis 10 Leuten, und die zitieren sich gegenseitig. So funktioniert das sehr gut, ja. Und deswegen sind wir auch angehalten, auch aktiv in die andere Richtung zu machen, weil wir können das auch machen. Wir können uns organisieren, und gerade jetzt im Zusammenhang mit Alaska kommen viele Leute zusammen, arbeiten zusammen, die einander nicht kannten oder nicht miteinander konnten. Und das ist sehr spannend, dass ich beobachte, dass man dann nur Leute zusammenrücken. Man kann auch was machen, ganz sicher, sich wehren. Auch wenn da was jetzt initial gut ging. Aber da spielen die Medien mit. Ja, und da, und das kommt also wirklich so subkutan. Also wenn man fernsieht und sich irgendeinen Film oder irgendetwas ansieht, seit einiger Zeit sind da immer gewisse Dinge, die in der Gesellschaft man gar nicht mehr laut aussprechen darf, die sind in jedem Film enthalten. Und so wird man indoktriniert. Das ist eine Indoktrination. Die Medienlandschaft, die Kulturlandschaft ist in liberaler Karte. Es ist eine, so, es ist eine liberale Sache, dominiert das natürlich. Ich würde gerne auf die Frage abgehen, die Sie teilen. Und zwar sind Sie der Meinung, Sie sind Internet-Spezialist und ich möchte Sie bezeichnen, dass dieses Medienlandschaft nur ein ideales ist, dass es produziert ist und mit der tatsächlichen Meinung der Bevölkerung vielleicht auch weniger zu tun hat. Ja, ich glaube, Sie zerwählen in Regel auf einer hohen Ebene, was die Leute wünschen. Das Gegenteil der Begleitung von Leuten, die eigentlich versuchen, die Beziehung kaputt gehen. Unser Schwerpunktbereich ist der Bereich Pornografie, der Bereich Sucht und Inhalt, aber speziell Pornografie, weil das ist einer der Punkte schlechthin, hat den zweithöchsten Suchtfaktor. Nur Spiele mit Redeinsatz haben Hürden oder Einsatz, ja, sind aber von der Anzahl von der Prävalenz sehr niedrig. Das ist Pornografie / Erotik, das heißt, auch Erotik ist sehr viel präsenter. Das heißt, da leiden Leute, sind unter Sucht, die fliehen auf diesen Spaß, übrigens, es geht um diesen Spaß. Oft aber warum? Weil sie fliehen wollen von dem Schmerz. Das ist das Kernproblem einer Sucht, die sich fliehe eigentlich von einer Situation, die unangenehm ist. Kann körperlicher Schmerz sein, kann aber auch ein seelischer Schmerz sein. Kaputte Familie und ich fliehe und vermeide heilere Welten. Dort werde ich nur noch mehr enttäuscht werden. Ja. Und gerade wenn man die Medien anschaut, also wenn man die Two and a Half Men, das ist einer der ganz bekannten Serien, da schauen sich unglaublich viele Leute an. Also sie werden richtig mit neuen Werten geprägt. Man wundert sich nicht, dass die Gesellschaft auch. Die einzige intakte Fernsehfamilie, die Simpsons. Die Simpsons, die jetzt auch sich scheiden lassen werden. In der neuen Folge werden sie scheiden. Übrigens, wenn das nicht Sinn hat, das nicht anzuschauen, wenn sie sich scheiden lassen. Es ist ein Thema. Wo beginnt im Internet, wenn wir jetzt zum Sexualverkehr zurückkommen, wo beginnt im Internet der Übergang vom Wohlfühlen zum Missbrauch? Wohlfühlen ist die Kinder, das ist faszinierend, was es da gibt, es schluckt förmlich die Kinder, ja.
Also das sind die Industrien dahinter. Ja. Das ist nicht das böse Internet, das Internet ist ein neutrales Medium. Das ist ja ein Blatt Papier, ja. Aber es trägt Inhalte. Ja, das geht übrigens in die Diskussion. Und die Inhalte sind natürlich unglaublich faszinierend, natürlich für junge Leute gemacht. Das ist in der weiteren Form, die Spielindustrie möglichst früh Klientel zu gewinnen, um sie dann zu potenziellen Käufern zu machen, wenn sie dann ihre eigene Kreditkarte haben. Ja. Und das ist eine faszinierende Aktion, einfach dieses Internet für junge Leute. Sie sind schneller begeistert. Ja. Aber sie kommen mehr und mehr rein. Und bei Facebook und bei den Studien ist das die dauerhafte Nutzung von diesem Social Media oder so, auch Spiele, die Kinder auch depressiv macht. Nicht alle, aber viele depressiv machen, sich zurückziehen. Und das spüren sie, aber dann braucht es halt den nächsten Kick. Ja. Und so war das ja auch in der Pornografie früher. Auch als ich war 8 Jahre bin ich in die Pornografie hineingeraten. Nicht der Schauspieler, sondern das Konsument. Und 14 Jahre das konsumiert. Das war auch vor einem Jahr im ORF am Schauplatz. Unterricht über meine Geschichte. Ich bin sehr früh eingeraten. Und ich war das faszinierend eben so. Aber mit der Zeit ruiniert das etwas. Also nicht mich selber, sondern ruiniert natürlich meine zukünftige Beziehung mit meiner Frau. Ich darf jetzt nicht so weiter, wie der Lehrmeister Pornografie mir auch sagt. Ja. Die Realität ist, dass Sexualität ganz anders sich in anderen Medien viel höher abspielt, also in einer höheren Ebene. Gut, und macht kaputt. Jetzt möchte jemand aussteigen. Ja. Was haben Sie? Jemand, der aussteigt, ich meine, überlegt gerade die Fälle, die wir haben. Wir haben wenig mit Kindern zu tun, die selber jetzt dann aussteigen wollen, sondern es sind meistens die Eltern, die dann anrufen, verzweifelt sind. Über viel zu wenig. Besorgt, wenn man Smartphone im Kind, also Smartphone im Kind, das Kind wird ruhig und ich habe mal Zeit für mich, ja, im Fernsehen zu entspannen. Wird aber auch nicht entspannt am Fernsehen. Ja. Wie kann man helfen? Also meistens sind es eher Erwachsene, die sich früher oft Betroffene dann. Das geht ab 20 bis zum Alter von 80 auf, wo Leute dann gemerkt haben, dieser Spaß zerstört eigentlich mein Leben. Die Beziehungen, nicht nur mit meinem Partner, mit den Kindern, sondern auch das soziale, ja, vor allem mit anderen Menschen, vom Freundeskreis, und zieht sich zurück in seine Welt, es geht ja um mich. Gerade groß in den USA verbunden, der Jobverlust aufgrund von Leuten, und ihre Jobs verlieren, die Abhängigkeit greift so weit, dass sie also nicht mehr sehen können, also zwischen virtuell und real oft unterscheiden, Jobverlust ist ein Thema. Das sind die Leute, die sich rühren und auch Angehörige, also meistens Frauen, nicht immer auch Männer, aber meistens aber Frauen, die sagen, also vor allem wollten, mein Mann gestern um 1 oder 2 Uhr nachts Pornografie angeschaut. Oder die Kinder, meine Kinder haben meinen Mann um 1, 2 Uhr nachts, meistens ist es quasi 1, 2 Uhr nachts, meinen Mann erwischt und wir sind verstört, wir wissen nicht, wie gehen wir um jetzt mit dem Thema. Dann sind Drohungen von einer Trennung, Scheidung, was auch immer, das sind so Co-Abhängigkeiten, das kann er nicht. Das ist ein Mann, besser als ein Mann, ein besseres Tier, wir sind keine weiterentwickelten Tiere. Das ist aber die Gender-Ideologie schon so, wir sind Ware, wir sind ein Tier, wir sind das Tier, mehr nicht. Und das ist eigentlich schade, weil, aber ich verstehe auch die Sicht von einer Seite, ich verstehe auch die liberale Sicht, weil ich wirklich keinen Wert habe selber, ja. Wenn meine sexuelle Lerngeschichte gar nicht so positiv war, und das geht sehr oft, viele dieser frustrierten Frauen oder Männer haben Dinge erlebt in ihrem Leben, ja, vor allem bei der Sexualität, ja. Missbrauch, also wir begegnen sehr viel Missbrauch, und jetzt nicht nur Frauen, sondern sehr viele Männer. Das ist unglaublich, das ist nicht ein reines Frauenthema. Wie passiert das konkret? Also Übergriffe von der Nachbar, das ist eine Sache, die wir oft hören, der Onkel, das ist eine typische Geschichte, bei Männern ist, aber auch ähnlich, auch bei Frauen. Und das prägt jetzt eine sexuelle Geschichte, oder das prägt so eine sexuelle Geschichte, das prägt einfach etwas. Und das macht es ja auch so schwer, dann mit den eigenen Kindern über diese Themen zu reden, weil wir haben Dinge erlebt. Und das muss nicht mal sexuell in diesem Haus sein. Das sind Kleinigkeiten, das ist bei mir gewesen, ich erinnere mich auch an einer Therme, also nicht im Sinne von Therme, also so ein Thermalbad, und war unterwegs und wollte mich duschen, und da war jemand, der homosexuell war, auch sichtlich leicht gestört, psychisch, also schon ein Problem gehabt, der ist mir nachgestiegen. Das war jetzt nicht der große sexuelle Missbrauch, aber das waren so kleine Bausteine, die auch meine Sexualität geprägt haben, auch dieses mit 8 Jahre Pornografie, bei mir war es harte Pornografie, die ich gesehen habe, und kleine Dinge, die passieren, das prägt einfach den Menschen, das prägt die Geschichte, ja. Und wir sehen und beobachten das mehr und mehr jetzt, es hat schon 9 Jahre gedauert, dass eigentlich ein Thema sehr wichtig ist, dieses Versöhnt werden mit seiner eigenen sexuellen Geschichte. Und das sind viele nicht. Ja. Gerade wenn du dich massiv Missbrauch war auch, das bringt etwas und das macht es auch schwierig, dann auch den Menschen wieder als etwas Wertvolles, als Liebe zu empfinden. Und auch denen der Vergebung, ich meine, das hat man ja komplett verändert in unserer Gesellschaft. Wer sagt denn heute noch Entschuldigung? Geschweige denn, dass der andere sagt, ich vergebe dir. Das ist gegen christliche Prinzipien überhaupt. Da
geht es einfach nur, das Loslassen, sich entschuldigen. Na, mach nichts dabei, oder tut mir leid, wie es passiert wird. Ja. Und das spielt alles irgendwie eine Rolle. Das versöhnt werden ist so wichtig, auch in seiner eigenen Geschichte. Wir sagen oft so, wie weiß man, ob man versöhnt ist, einfach mal nackt im Spiegel schauen, wie geht es mir damit. Und dann merkt man schon, wo man kommt. Die Annahme, Selbstannahme. Viele Frauen, die leiden unter ihrem Mann, schaut Pornografie abends, sie schauen sich im Spiegel an und sagen, ich bin nicht so hübsch. Ich bin nicht hübsch wie diese Frau, die Porndarstellerin, die aber ja nicht so hübsch sind. Also was man da machen kann mit Porndarstellern, ist spannend, wenn sie schwingen kann. Kann man sich hübsch ausschauen. Und der Mensch, ich kann es ja nicht so wahre. Der Mensch hat einen Wert mit. Unglaublich. Und das ist eigentlich schade. Also ich verstehe schon auch diese Kreise, die liberalen Kreise, ihre Ansicht, ihre Richtung, die sie einschlagen. Mhm. Dann würde ich anders sein, dann lege ich drauf los, dann ist halt alles Sodom und Gomorra und die Welt bricht zusammen, weil ich da Hoffnung habe auf irgendetwas. Mhm. Und schweige aus christlicher Sicht vielleicht eine Hoffnung auf eine Ewigkeit. Dann ist es einfach kein Ding jetzt. Aber schon wie weit, glauben Sie, ist der Bewusstwerdungsprozess in der Gesellschaft fortgeschritten, dass das ein Problem ist? Also ich glaube, was wir beobachten ist, das Thema Pornografie geht nur unter eine gute Richtung. Also, auch wenn es viel gibt im Internet, kostenlos, medial, also wird kritisch angesehen. Also wir haben sehr viele, jetzt gut 120 Medienberichte gehabt und durch die Bank waren gegen Pornografie. Das war sehr interessant, auch sehr liberale Kreise, also jetzt plus 4 oder sowas. Obwohl ich selber noch einiges ausstrahle, merkt man schon, dass man sagt, okay, meine Kinder und Pornografie ist schon mal ein Problem. Und langsam auch die Fragestellung, naja, wie schaut es aus? Wenn man älter ist, ist ja eigentlich ein Thema. Ja. Also das geht in eine gute Richtung, wie auch das Thema der Prostitution, das jetzt kritischer gesehen wird, und das wird auch kommen mehr und auch das Thema Menschenhandel. Nicht so in anderen Gender-Geschichten, das ist in anderen Richtungen leider momentan. Aber ich beobachte schon, dass irgendwo Leute nicht mehr wollen auch. Nicht so geht also das läuft weiter. Ja. Themen unter Homosexualität, das ist Diskussion, die man halt mitkriegt. Ja. Ampelmännchen und Co. Aber in den anderen Bereichen Missbrauch, also dieser Sache Menschenhandel. Also ein hoher Prozentsatz geht um 90% geht es um Sexualität, also sexuelle Ausbeutung. Und sind es 95% sogar. Dann der Pornografie gehen in eine Richtung, wo ich dann merke, okay, das ist eigentlich nicht so das Richtige. Und da gibt es viele Organisationen, die sprießen richtig nur in Europa raus zu dem Thema, die auch Menschenhandel ist, Prostitution. Viele neue Vereine, die wir beobachten, die wirklich hier stellen nehmen und was zu verändern auch. Danke. Frau Abgeordnete, jetzt eine Frau bei den Kindern heraus. Ist sie rückständig? Ich schlage die Brücke zum Familienbild. Natürlich, ganz und gar nicht. Das heißt, muss die Wahlfreiheit sein. Das Problem ist nur, wie rächt sich das? Ne? Und da sind die Rahmenbedingungen jetzt so gelegt, dass es sich fürchterlich rächt. Weil wer also Pension will, muss halbwegs durchgängige Berufszeit haben. Ich kann mir hier einen Pensionsbescheid vorstellen. Das ist ja jetzt gerade in unseren Jahrgängen, dadurch, dass uns die Durchrechnung auf Lebensarbeitszeit erwischt, sind die Pensionen für jemanden, der 15 Jahre aussteigt, natürlich erschreckend. Ne? Aber das ist jetzt, versucht das im Parlament auch immer wieder zu sagen, das ist ja nicht, die Pensionsregelungen sind uns ja nicht vom lieben Gott verordnet worden, die haben wir uns ja gemacht. Ne? Und da erntet man natürlich überhaupt keine Zustimmung von niemandem, obwohl es ganz einfach wäre. Man müsste schlicht und einfach die Jahre, die eine Frau bei ihren Kindern ist, weil sie ja für die Pensionsversicherung ganz entscheidende Jahre sind, weil ohne diese Kinder gibt es keine Pension für niemanden. Ne? Das ist übrigens die absurde Geschichte, dass genau jene, die mit ihrer Lebensleistung dafür sorgen, dass es überhaupt Pensionszahlungen gibt, genau jene kriegen keine oder sehr schlecht. Das ist auch für sich ein sich selbst zerstörendes System, das daneben her. Wer sich richtig verhält, wird schlecht behandelt. Aber da müsste man nichts anderes tun, als dass man also die Beiträge, die pro Erziehungsjahr laufen, einfach anheben. So müsste so, dass die Pension auch für Mütter, die eine Zeit lang zu Hause bleiben, aber man muss ihrer Frau gratulieren, dass es sich also die Zeit ausrichten. Bitte die Zeit nimmt, dass das macht er schon bezahlt. Ne? Ich meine, wenn man mit den Kindern in den frühen Jahren keinen Kontakt hat, dann werden die Kinder, wenn sie erwachsen sind, halt auch wenig Kontakt haben. Das hat sich halt dann schon einmal so eingeführt. Ne? Das ist schon so. Die Bindung, die man herstellt, bleibt oder sie ist nicht hergestellt. Man darf sich da nicht wundern, wenn man im Seniorenheim selten Besuch trifft. Ne? Das muss man ja auch mal sagen, jenseits aller materiellen Überlegungen. Aber es ist alles, also die gesamten politischen
Strukturen sind so eingerichtet mittlerweile, dass man es sich wirklich fast nicht leisten kann. Es wird zwar jede Unterstützung geleistet, wenn du dein Kind außer Haus gibst und selber arbeiten gehst, da kannst du dann einen Zuschuss kriegen oder du kriegst sogar den Platz, also so gut wie kostenlos, aber wenn du dir einbildest, ich möchte mein Kind eine Zeit lang selbst betreuen, dann wird man wirklich zumindest einmal materiell und dann andere schauen dann auch noch dumm, ich bin immer gefragt, dann habe ich schon 7 Kinder, was arbeiten sie? Ein bisschen was, aber wirklich, das sind ja schon erschütternde Fragen. Oder Matura-Treffen. Also von dir, ich war da immer sehr gut in der Schule, von dir hat man das eigentlich nicht gedacht. Ich kann mir gut, ich darf das noch schon erzählen, am Matura-Treffen. Da war meine jetzt 35-jährige Tochter, die ja aber 4 Kinder bereits hat, da war sie 6 oder was und ich hatte damals eben schon 4 Kinder und Matura-Treffen, was auch, war das 10-Jährige wahrscheinlich, ja. Und die anderen sind da alle so, war da halt so schon in der Karriere unterwegs und ich bin halt mit den 4 Kindern gesessen und eine ausgerechnet, du, ich habe mir gedacht, von dir, wie hältst du das überhaupt aus? Aufs Land bist du auch gezogen, ja? Ich habe schon wirklich schon, also man muss schon sehr selbstbewusst sein, dass man sich nicht denkt, ich bin wirklich komisch auf die Leute, ja. Und dann fahre ich nach Hause und du hast mir das so durch den Kopf gehen, dem Job zu irgendwann sagt mir der 6-Jährige, sag einmal, ist das wirklich so schrecklich, mit uns zusammen zu sein? Aber es war natürlich schon ernst. Ne? Ja, nein, man kann jeder Mutter nur gratulieren, wenn sie sich trotzdem entschließt. Und man muss also den Politikern ein bisschen einen Dampf unterm Hintern machen, vor allem den Konservativen, dass sie sich da dazu entschließen, eine bessere Position einzunehmen. Beziehungsweise diejenigen wählen, die sich dafür einsetzen. Sie müssen eigentlich eine Liebhaberin des französischen Modells sein, wenn in Frankreich die Besteuerung auf die Köpfe der Familie aufgerechnet wird. Sie erlauben, dass ich gleich eine kleine Brücke zum Finanzieren dieser ganzen Ideen die wir schlagen versuche. Ja, das wäre das ideale System und das hatten wir ja auch bis zur kreisfischen Reform. Wenn Sie sich erinnern, es war so, dass das Gehalt, es war so ein ähnliches System, je nachdem, wie viele Kinder man erhalten musste, desto mehr konnte man abschreiben, sodass also jemand, der 3-4 Kinder zu erhalten hatte, so gut wie keine Steuern mehr gezahlt hat. Und Frankreich hat, grosso modo, jetzt sind sie auch leider ein bisschen zurückgegangen, hatte dieses System. Das Familiengehalt wird beide berufstätig sind, zusammengerechnet, sonst ist es das Familiengehalt. Und dann werden die Köpfe berechnet, 3 Kinder, 2 Erwachsene, sind 5 Köpfe, ein bisschen Schlüssel drin für ein kleines Kind, wird nicht so viel gerechnet. Gibt es einen Schlüssel, dann wird es dividiert und dann gibt es einzelne Teile, die bei 3 Kindern und meistens schon unter dem Steuereingangssatz liegen, ja? Sodass man in Frankreich definitiv, wer 2 oder 3 Kinder hat und einen Durchschnittsgehalt kriegt praktisch das Bruttogehalt, das Nettogehalt ausbezahlt. Und das wäre nicht nur angenehm, sondern wäre auch gerecht. Denn auch im bürgerlichen Gesetzbuch steht natürlich, dass man die Pflicht hat, seine Kinder zu erhalten, abgesehen davon, dass es natürlich eine Pflicht, die aus dem Naturrecht stammt, ist. Ich muss meine Kinder erhalten. Ich konnte gar nicht sagen, ich tue es nicht. Es sind also Dinge, es ist nicht in meiner Verfügung. Dieser Gehaltsteil ist nicht frei. Und im Steuerrecht auf der anderen Seite ist unterschieden zwischen jenen Teilen, die zu meiner Verfügung stehen, und jenen Teilen, also ich kann den Fachausdruck nicht ein, und jene Teile, die gebunden sind durch Verbindlichkeiten. Und nur das, was mir zur Verfügung steht, wird besteuert. Und da wird also übrigens das Steuerrecht durchbrochen. Das wäre noch keine Familienförderung, das wäre ein Akt der Steuergerechtigkeit. Also auch die katholischen Familienverbände setzen sich ja ganz intensiv, schon seit Jahren erfolglos, weil das liegt an ihnen, dafür ein und haben also auch beim Verfassungsgericht schon Recht bekommen. Ne? Also dass jene Anteile, die für das Existenzminimum von Kindern gebunden sind, nicht einer Besteuerung unterworfen werden können. Die Folge davon ist, nach so einem Verfassungsgerichtshof, das sieht man, wie in Österreich Politik gemacht wird, na, dann hören wir heute, das lassen wir dann zu der Verfassungsgerichtshof, weil wie das geändert wird, das macht dann die Politik. Kann man nur noch wieder klagen, ob es jetzt passt. Ne?
Also dann wird halt der Kinderabsatzbetrag um 20 Euro erhöht oder so ähnlich. Also so löst man dann immer diese Probleme. Aber es ist, um es nochmal zusammenzufassen, man kann selbstverständlich eine ordentliche Familienpolitik machen, das wäre auch ökonomisch sinnvoll. Es gehört jetzt toll, wenn jetzt ein Anfangen, wo über Geld ausgegeben wird, wo jedes Geld da ist, da muss es zur Verfügung stehen, da gibt es überhaupt keine Debatte. Wenn man es will, kann man es machen, ist eine Frage der Politik, man soll nicht verzweifeln, sondern man soll nicht gewinnen. Vielleicht könnte man dann auch gleich das Wahlrecht ändern in ein Familienwahlrecht, das wäre nämlich auch ja, besser. Dann könnten sich auch die Familien einmal etablieren und wirklich auch politisch Stimme erheben. Also dann ist das demografische Problem, das demografische Problem angesprochen. Die ältere Generation entscheidet die Wahlen. Die letzten 5 großen Wahlen wurden entschieden von ganz konkret der Frau 50 plus. Und die Jüngeren kommen da in die Situation, dass sie dem gegenüber kein Gewicht aufbieten können, auch gemeinsam nicht. Ich möchte ganz gerne mit Ihnen noch über etwas ganz anderes reden. Mhm. Wir haben so also eine Sache, die unserem Argumentarium für die Familie, für unser Sittenbild doch diametral gegenübersteht. Wir haben doch in Österreich einen ganz buntes Interesse daran, Kinder möglichst in den Kindergarten zu bekommen, damit wir sie integrieren können. Mhm. Stellen Sie bitte das einmal gegenüber. Ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Kinder sollen möglichst schnell in den Kindergarten, um den Umgang mit Gleichaltrigen erlernen zu können, um die Sprache erlernen zu können. Wie sehen Sie das als Fortschritt? Also den Umgang mit Gleichaltrigen, das ist deshalb, weil nur mehr meistens die Einzelfamilie ist. Und dann gibt es keine Gleichaltrigen. Also das ist dann die Folge. Aber eigentlich lernt ein Kind, also als Kleinkind, lernt es Bindung und auch Verhalten über Bindung. Und zwar über Bindung an die Bezugsperson, an die Liebesperson sozusagen. So lernt ein Kind Bindung, ja, und auch so reguliert sich auch dann das Verhalten. Das Kind macht etwas zuliebe, ja. Und wenn es jetzt aber diese Bindung an die Eltern nicht gibt, wenn dann nur Gleichaltrige da sind, da kann sich diese Bindung nicht entwickeln. Warum? Zwischen Gleichaltrigen ist immer ein Konkurrenzverhalten, ein Vergleich da. Ja? Und diese Sicherheit, die Bindung an die Eltern dem Kind gibt, die kann eine gleichaltrigen Gruppe mit einer Fremdbetreuung überhaupt nicht bieten. Also daher, wenn das Kind jetzt zu früh von zu Hause in den Kindergarten kommt, dann ist das kein Vorteil, sondern es kann ein Nachteil sein, weil es die wichtige Bindung eben nicht aufbauen kann. Und diese wichtige Bindung ist aber eine Voraussetzung für das Lernen können. Ein Kind braucht verschiedene Sicherheiten, dass es überhaupt in der Schule aufnahmefähig ist. Es braucht diese Sicherheit, dass es geliebt wird, dass die Eltern es lieben, dass zu Hause nicht irgendetwas Schreckliches passiert. Es braucht diese Sicherheit, dass es sich nicht immer ständig gegen Konkurrenten etablieren muss. Ja? Also das sind, ja, also das einmal zu dem. Wegen der Integration. Integration ist sicher wichtig. Man muss Kindern, die ein Defizit haben aufgrund ihrer Herkunft, also dass sie die deutsche Sprache nicht können, denen muss man eine Hilfe bieten, damit sie in der Schule also gleiche Chancen haben. Denn es ist, das ist etwas, was wir erfahren haben. Je später die Kinder, also schlimm ist es, wenn ein Kind jetzt zum Beispiel in der dritten Volksschulklasse erst kommt und überhaupt kein Wort Deutsch kann. Ja? Also das Kind hat nach unserem Schulsystem die Möglichkeit, nicht ohne ein Jahr zu verlieren, da überhaupt sich zu behaupten. Man will jetzt natürlich, weil man sagt, es gibt ja, wie Sie das schon angesprochen haben, gibt es ja sehr wohl auch Kulturkreise, also wo die Familie noch also intakt ist und wo die Kinder zu Hause betreut werden. Und die schicken ihre Kinder nicht in den Kindergarten.
Aber das heißt, die können dann auch nicht Deutsch, die sprechen in ihre Muttersprache. Und damit diese Kinder auch eine Chance haben, hat man jetzt dieses eine verpflichtende Kindergartenjahr eingeführt. Jetzt wird man ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr einführen. Das mag vielleicht für manche Kinder notwendig sein. Aber dass man wieder alles über einen Kamm schert und dass man wieder alle gleich macht, ja, das ist eine ganz speziell diffuse Art von Gerechtigkeit, dass alles gleich sein muss. Wir sind aber Individuen und wir sind einmalig. Es gibt keinen, der noch so ist wie ich oder wie Sie. Also wir sind alle Individuen und sind einmalig. Dem trägt man nicht Rechnung. Also es sollte die Möglichkeit sein, dass das freiwillig geschieht. Und es sollte die Möglichkeit sein, man kann sich auch auf andere Weise integrieren. Man muss nicht also unbedingt jetzt im Kindergarten sein, man kann auch Familien eine andere Möglichkeit bieten, dass sie sich mit ursprünglich österreichischen Familien treffen, kennenlernen und so weiter. Wie könnte man da differenzieren? Dass man ausfindet, der Punkt ist, wir brauchen einen Kindergarten. Naja, man hatte das jetzt insofern auch verändert, die Art der Einschreibung in der Volksschule. Also kommen ja die Kinder schon praktisch mit 5 Jahren zum ersten Mal zur Einschreibung. Da wird ja schon also geschaut, wie ist die sprachliche Entwicklung, wie sind die Deutschkenntnisse, und da wird ja dann schon weitergeleitet an den Kindergarten, da ist es nötig und da ist es nicht nötig. Ja? Das wird ja bereits gemacht. Schon seit etlichen Jahren sogar. Man hat auch in der Volksschule dann verschiedene sprachfördernde Maßnahmen gesetzt, aber aus meiner Erfahrung ist das so, dass das am Papier sich alles sehr schön anhört und ausschaut. Wenn aber dann 5 Lehrer krank sind, dann fällt das weg, weil dann müssen einmal die Klassen besetzt sein. Ne? Also die Theorie ist anders als die Praxis. Also danke auf jeden Fall für diese internen Einsichten aus der Volksschule. Frau Meier, ab wann könnte man ein Kind in den Kindergarten geben? Ja, die Frage ist für mich immer, wie lange gebe ich mein Kind in den Kindergarten? Gebe ich mein Kind den ganzen Tag in den Kindergarten, oder gebe ich das Kind nur Vormittag 3 Stunden in den Kindergarten? Und ich habe grundsätzlich in meinem Kindergarten nichts, aber ich sage, für den ganzen Tag ist es zu viel für ein Kind. Also, wird jeder Mutter vorstellen, maximal vormittags zu arbeiten. Und ich habe eben die Erfahrung auch, das ist jetzt mit diesem verpflichtenden Schuljahr. Meine Tochter ist Kindergärtnerin. Wir sind in einem Kindergarten, wo 3 deutschsprachige Kinder sind. Die anderen Kinder sind alle kroatisch, türkisch, russisch sprechend. Und die Eltern dieser Kinder schauen ja, wir dachten, da lernen sie jetzt Deutsch. In Wirklichkeit hat die Sprachassistentin jede Woche irgendeine andere und sie hat gesagt, sie kann nur mit Hand und Fuß arbeiten. Sie kann nicht einmal ein Programm irgendwie starten, weil sie kann eigentlich nur die ganz grundsätzlichen Dinge einmal vermitteln. Und genau das, was sein sollte, kann nicht passieren. Also sind sie wirklich nicht vorbereitet auf die Schule letztlich. Und wenn ich sehe schon, also bei den Mutterrunden, die ich eben leite, dass die Mütter sehr froh sind, wenn sie ihre Kinder ab und zu, also am Vormittag, 3 Stunden in den Kindergarten gehen können und wo sie andere Kinder kennenlernen. Weil die Realität ist wirklich so, dass in den vielen Wohnungen, die wir haben und Häusern, die wir haben, oft nicht sehr viele Kinder mehr sind und sehr viele Kinder einsam sind. Also ich habe sehr viele Kinder, die einsam sind, zu tun. Wir haben wir machen Gruppen, Geschichten noch und nöcher, um den Kindern Möglichkeiten zu geben, dass sie auf natürliche Weise Beziehungen finden können. Ich habe mit vielen Kindern zu tun, die suizidale Gedanken haben und meiner Meinung nach aus diesem Grund, weil sie einsam sind, weil sie keine Gleichaltrigen finden mehr, weil sie nur mehr in der Schule jemanden finden und dort oft sich nicht eingliedern können in Beziehungen. Also ich habe hauptsächlich mit solchen Kindern zu tun. Das ist jetzt nicht von der Allgemeinheit die Sprache. Und mir persönlich macht das schon sehr große Sorgen, wie das sich weiterentwickelt.
gesellschaftlich. Also ich sehe, wenn wir da nicht entgegensteuern und wirklich schauen, so zum Beispiel wäre mein Vorschlag, Partnerfamilien zu finden. Ja? Dass eine Familie Partnerschaft mit ausländischen Familien, ja? Diese Offenheit, wenn Leute hier wohnen, zu haben, einfach einen Austausch zu pflegen. Ja? Das wird alles, das passiert alles nicht. Gut, herzlichen Dank. Kinder sollen nicht in den Zonen werden. Mütter sollen ordentlich in den Zonen belohnt werden oder zumindest abgesichert werden. Was können wir denn tun? Ich sage Ihnen Politiker nicht. Dass es so ist, wie es ist. Nein, was können wir dagegen tun, dass es nicht so ist? Wie kann man Eltern zu ihren Rechten zurückverhelfen? Wenn wir jetzt wissen, dass die Sexualisierung eigentlich nicht das ist, was die Eltern wollen. Wie können wir Eltern zu ihren Rechten zurückverhelfen? Nein, grundsätzlich, wenn ich Ihnen eine politische Antwort gebe, ist natürlich schon so, die Parlamente so besetzen, dass es so nicht sein kann. Na, das ist natürlich schon eine wichtige Geschichte, aber jetzt zu der speziellen Sache. Also diese Sexualpädagogik der Vielfalt, wo man wirklich auch einmal das Bild so ein bisschen, was Sie sehen das nicht, das wird mir schon sehen. Oder vielleicht von Ihnen, das ist eine Frage. Schauen Sie sich das einmal an. Also das ist eine Broschüre für Schule. Man muss sich überlegen, ob man sowas zeigt, wenn man sagt, dann diskutiert man, man muss es zeigen, damit die Leute wissen, worum es sich wirklich dreht. Aber in Baden-Württemberg, grüner Ministerpräsident, ne, ist das natürlich also in dieser Form, das ist aus Baden-Württemberg gekommen und da hat es dann immerhin 100, also massive Proteste der Eltern gegeben mit 190.000 Unterschriften. Jetzt haben sie es noch einmal zurückgezogen. Ne? Und dann schauen, wie sie es jetzt trickreich dann ein bisschen abgemildert drüber bringen, das ist schon klar. Aber man muss also diese Dinge natürlich auch probieren mit Petitionen, auch wenn sie dann verschwinden. Man muss langfristig, jetzt ist nochmal das Stadium der Aufklärung, weil wenn die Leute solche Dinge sehen, wird es vielleicht doch ein bisschen wach werden. Ne? Es ist noch nicht so weit. Wer weiß, was das heißt, Sexualpädagogik der Vielfalt, modern ist. Vielfalt ist ein schönes Wort, oder? Also man muss sagen, was dahinter steckt. Das ist ein mühsamer Prozess. Und diese Ideologie, die eben ganz stark Gender Mainstreaming, tut nicht viel dazu, dass die Leute wissen, worum es sich dreht. Ne? Das läuft da unter Emanzipation und Gleichstellung und so Modernität. Also aufklären solche Veranstaltungen. Auf Elternabenden sich melden, wenn man Kinder in der Schule hat und sagt, was machen Sie da, kann man das sehen, möchte das besprechen und so. Ja, was Sie linken Zivilcourage nennen, das ist Selbstverstärkung und ansonsten, natürlich muss man, ich bin jetzt hier nicht als Parteipolitiker, aber das muss man sagen, wer die Partei unterstützt, die Frau Heine-Schosek im Parlament, in den Ministerrat schickt, der hat halt das unterstützt. Das muss er wissen. Das ist so. Das muss er wissen. Danke. Zivilcourage, das ist mein Schlagwort. Ich möchte die erste Frage an der Eröffnung. Jetzt haben Sie die Chance, uns Sachen an den Kopf zu werfen, die Ihnen im Magen liegen. Eine Frage, die hier jetzt überhaupt noch nicht angeschnitten wurde, hängt mit Frühsexualisierung nicht nur direkt zusammen. Ist, was ist der Wert von Großeltern für Kinder? Und was ist der Wert von Enkelkindern für Großeltern? Ich bin mit meinen Großeltern aufgewachsen und ich möchte das nicht missen. Heute werden die Eltern werden demontiert, die Großeltern haben nicht mehr ein Mitspracherecht, die Kinder sind also einem der Elternteile zugesprochen worden, vom anderen Elternteil, die Mutter oder der Vater, überhaupt keine Rechte zu ihrem natürlichen Enkelkind. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Oder wie könnte das in der Gesellschaft stabilisierend wirken? Weil jetzt haben wir die Senioren haben im Altersheim, ja, die würden sie nach den Kindern sehen und den Kindern enthalten wir eigentlich die Großeltern. Gut, ich möchte vielleicht ein bisschen ausweiten. Das würde ja tun, dass man mehrere Generationen zumindest in unmittelbaren Nachbarn hier wohnen lassen kann. Frau Meier, hat das einen Sinn? Ja. Aber ich muss ja sagen, es gibt
Kämpfe zwischen Großeltern und Eltern in meiner Arbeit und die Kinder. Also es sind durchaus überall schwierige Situationen auch. Also mein Traum zum Beispiel wäre, Tagesstätten zu errichten, wo alte Leute essen können, wo Kindergärten gemeinsam da sind, ja, und auch mehr das zu fördern, dass alte Leute zu Hause gepflegt werden mit Unterstützung von Pflegepersonal. Und nicht, dass gefördert werden Altersheime. Ja? Also, sondern dass mehr in diese Richtung gegangen wird, also dass die Kernfamilie zusammenbleiben kann und auch sozusagen der alte Mensch nicht in die Einsamkeit geschickt wird. Also ich habe persönlich die Erfahrung mit einer Tante meines Mannes, die selbst in das Altersheim wollte, die innerhalb von kurzer Zeit, also eigentlich mehr gesundheitlich runtergegangen ist und letztlich also sehr für meine Begriffe früher gestorben ist, als sie hätte sollen. Weil sie einfach vereinsamt ist, weil sie keine Aufgabe mehr gehabt hat. Und alte Leute könnten viele Aufgaben mehr haben. Danke. Ja, ich bin jetzt nur kurz, ich bin selbst Großmutter. Und mein Sohn ist mit seiner Familie jetzt zurück aufs Land. Und ich habe überlegt, ich werde auch aufs Land ziehen. Und zwar nicht Haus an Haus, aber in die unmittelbare Nähe. Weil es mir ein Bedürfnis ist, meine Enkelkinder aufwachsen zu sehen. Und auch, also natürlich hat man auch einen erzieherischen Einfluss auf die Enkelkinder, das ergibt sich ja. Und ich bin froh, dass das von allen Seiten begrüßt wird. Ja. Toll. Darf ich auch noch was sagen? Ich bin auch noch was Mutter, ja? Sie haben vollkommen recht, ich meine, das ist eine Idealgeschichte, man weiß und man kennt das in der Literatur, viele Beispiele, dass die Kinder mit älteren Leuten, weil sie auch intakt, so die mittlere Generation, die ist ja in dieser sogenannten Rush-Hour des Lebens, die rast dahin. Und das ist ein unglaublich guter Effekt, also die Großeltern für Kinder, mit die Konflikte mit den Eltern, die sich abspielen, ne, finden da so ein bisschen eine entlastende Situation. Ich habe meine Eltern durch einen Unfall mit 6 Jahren verloren. Bei mir war es eine Großtante, aber ich weiß das, dass es so ein ganz geeignetes Instrument ist. Also nicht nur, wenn so eine Katastrophe passiert, sondern wenn es eine größere Familie gibt. Und da ist natürlich schon auch, ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich als Politiker habe nicht selten Interventionen, wenn Eltern ausfallen und Großeltern dann versuchen, das Erziehungsrecht zu bekommen, dass das ganz und gar nicht einfach ist. Also der Staat neigt dazu, Mutter schwer drogensüchtig und nicht erziehungsfähig, stimmt das, ist so, und die Großmutter sagt, ich würde gern das Erziehungsrecht für das Kind bekommen und das geht in aller Regel ganz, ganz schwer. Und das ist ja auch ein Fehler. Ne? Aber das ist diese grundsätzliche Einstellung, die heute, wie soll ich sagen, politikbildend ist, Familie nicht. Alles andere ist besser als das. Kurze Frage an die Frau Rosenkranz. Mir hat übrigens Ihre Aussage sehr gut gefallen, also man muss bei den Konservativen darf machen, damit sie sich einsetzen. Jetzt in Bezug ist auf diesen Erlass, also diese Sexualerziehung. Also ich habe auch. Ich habe das also über so ein Netzwerk als rechtzeitiges erfahren, und auch dadurch, dass ich mit der Enkel Nachbarn also einen sehr guten Kontakt bin, also und daher auch eine Stellungnahme rechtzeitig, also noch am letzten Tag also geschrieben, es war wirklich unter Zeitdruck. Ja. Ich glaube, viele haben das vielleicht wesentlich zu spät mitgekriegt, oder wenn ich es überhaupt nicht. Ja. Die Frage ist, was würde jetzt, also gerade in dieser Situation, wäre es hilfreich, zum Beispiel eine Petition zu starten, an das ich denke, aber es soll dann wirklich also auch einen Effekt haben. Oder ich versuche auch immer wieder
schon seit Jahren zum Beispiel dieser direktes eben man Politiker darauf aufmerksam zu machen, also diese offenen Briefe jetzt auch in der Beziehung. Genau. Wie hilfreich ist das? Wird das gelesen? Ja, dann gehen wir hier zurückziehen, wenn wir diese taktischen Briefe sprechen, aber es sind zwei Wahlen vor der Tür. Ne? Ja. So eine günstige Gelegenheit, um Parteien darauf aufmerksam zu machen, dass eine Gruppe im Staat das nicht will. Also so 183 Abgeordnete, Bürgerstaat, Familienverbände, die sagen, nichts da, so wollen wir das nicht haben. Und das, wir wollen, wenn das reformiert wird, wollen wir das ausgewählt besprechen. So wie ein normales Gesetzgebungsverfahren ist nicht schnell mit einmal aus, der voll öffentlich ist. Aber wenn Sie das schreiben, als Familienverbände und vielleicht alle Familien, oder zumindest die Familienverbände, die, also die Kinder vorne werden schon nicht unterschreiben, aber wenn jeder Abgeordnete das bekommt, und man das dann, aber das werde ich nicht so besprechen. Ja, so, Öffentlichkeitsarbeit, ja. Sicher gescheit. Ich weiß, es gibt ja bereits eine Petition zu dem Thema Sexualerziehung. Was ich immer die anschaue, das auch den Text von der Begleittext. Und was mir aufgefallen ist, dass die Forderungen eigentlich ist, die Forderungen dass man das, Petition? Ja, die Forderungen sind in der Petition, also die Ziele der Petition, dass man sagt, ja, man muss es, man fordert, dass also den Erlass zurückzuziehen. Also ich glaube, das ist viel zu unklar definiert, ja. Weil ich glaube, also das ist natürlich ein Diskussionsthema, aber ich denke, dass ich zum Beispiel als erstes, ich werde in der Petition fordern, es ist wichtig, zum Beispiel auch zuerst einmal eine Evaluierung dieser bisherigen Aufklärungsbroschüre. Was haben diese den Kindern gebracht? Also ich glaube, das ist, glaube ich, auch wichtig, natürlich auch von einer Frauenministerin also zu fordern. Also, und man kann nicht nur sagen, ja, weg damit, also das hilft nichts. Ja. Also hier ganz konkrete Forderungen zu stellen, also das ist ja, glaube ich, ein gutes Thema. Ist sicher gescheit. Ja. Vielleicht zum Thema Erlass. Wer wissen möchte, wo der Status ist, Website sexualerziehung.at. Sexualerziehung.at, das ist nur der neueste Stand. Zusammenarbeit von einigen Organisationen, oder vielen mittlerweile, und unter Leni Kesselstadt, vielleicht kennen einige sie, die auch bei der Tagung jetzt da in St. Pölten, Leni Kesselstadt, Website sexualerziehung.at gemacht, und das ist also so neutral verteilt, würde ich auch neutral, einfach eine Website, wo der derzeitige Status drin ist, alle Medienberichte rund um das Thema Erlass, aber klar positioniert ist auf unserer Seite, also in der Werte oder so. Und da gibt es auch die Möglichkeit, hier diese teilzunehmen an den oder Citizen Girl oder wie auch immer diese Umfragen sind. Das ist perfekt, danke für den tollen Hinweis. Frau Abgeordnete, Sie sitzen im Familienausschuss, was passiert in Deutschland? Was passiert im Familienausschuss? Also Alexi kommt da übrigens nicht rein, sondern nur Gesetze. Ich muss ehrlich sagen, wenig. Das ist immer das Problem. Das wurde ja schon angemerkt. Das Kindeswohl, um das geht es eigentlich nie. Es geht also um die Interessen der Frauen am Arbeitsmarkt. Es geht um die Absicherung von Frauen bei Scheidungsfragen und so. Aber um das Kindeswohl geht es also eigentlich nicht. Ich meine, wenn man das dann ins Spiel bringt, dann wird das in der Regel. Diese Diskussion wird eigentlich nicht aufgenommen. Nochmal, geht es um die Geburtenrate, die Steigerung der Geburtenrate vielleicht? Jetzt sind wir schon gleich am Schluss. Ja, ganz kurz, man hat die neue Familienministerin probiert, das zu nehmen, aber mit der Geburtenrate hat sie aber gleich in eine andere Richtung gedreht, wollte es auf die nordischen Staaten kommen, dass dort angeblich eine moderne Familienpolitik herrscht und dass dort die Geburtenrate höher wäre. Aber nicht. Aber, Bedarf ja,
Also diese Diskussion, wenn die Geburtenraten ins Spiel kommen, dann rennt es meistens so, die Leute haben so wenig Kinder, weil es so wenig Kinderbetreuungseinrichtungen gibt, wir müssen Kinderbetreuungseinrichtungen haben. Aber das ist jetzt um die Uhrzeit zu spät. Aber das kann man aufklären. Das ist eine falsche Argumentation, die nicht stimmt. Wenn man in diesen Ländern schaut, wo für Kinder auf die Welt kommen, zum Beispiel in Schweden, dann stellt sich heraus, und wir sind ganz klar verstanden, dort, wo konservative Verhältnisse herrschen, wenn ich das jetzt unter diesem Begriff Land mit verheirateten Paaren, wo die Frau doch relativ lang, dort sind auch in Schweden für Kinder. Ne? Das, nur die Schweden haben immer noch viele Kinder, weil seit den 60er Jahren sind überall die Geburtenraten total runtergerasselt und bei uns von 2 irgendwas auf entsetzliche 1,3 und die Schweden sind von ihren 4 gestartet. Die Schweden haben ganz genau denselben Prozess wie wir mitgemacht und diese angebliche kinderfördernde moderne Familienpolitik hat dieses nach unten sausen nicht aufgehalten und in Schweden ist auch dort, wo man, also wo intakte Familienverhältnisse sind, verheiratete Paare, ländliche Gebiete, wenig Kinderbetreuungseinrichtungen. Dort gibt es auch in Schweden, wenn du den inneren Vergleich machst, die meisten Kinder. Also diese Argumentation ist schlicht falsch. Ja, also ich dazu anmerken muss, dass auch Schweden weit weg vom Bestandehalt ist bei der Geburtenrate. Es ja, aber es ist besser als bei uns. Ja. Die besseren Kinder sagen in den USA und in ihrer kleinen Familie wesentlich weniger gefördert, aber die Geburtenraten sind doch fast Bestandehalten. Wozu brauche ich dann eine Familienpolitik? Man kann nicht evolutionieren vergleichen. Wenn Sie in den USA gibt, so gut wie kein Sozialstaat. Ne? Ja. Und ganz klar, Sie zahlen 20% Steuern zu überschnitten, da wären wir schon sehr zufrieden, wo Sie wählen werden. Ne? Wir zahlen ja, wenn du häufig so gut verdienst, weit mehr als 20%. Also dieses System lässt sich nicht vergleichen. Aber auch in den USA sind es vor allem so die Kinder. Sind die kinderreichen Familien natürlich, die christlichen Familien oder die Hispanos, also Leute, die einen anderen Hintergrund haben als das moderne, aufgeklärte, utilitaristische Weltbild. Das, Kinder oder Nicht-Kinder hängt schon erstens hauptsächlich damit zusammen, welche Einstellung zum Menschen, zur Welt und zum Leben habe ich, aber zweitens natürlich schon auch, kann es mal leisten. Ne? Und das ist in den USA, wenn du dich regst und rührst und tust, da geht es besser aus als hier, würde ich das so sagen. Ja, wir sind in der Kirche in der ersten Reihe mit den Kindern vom Vorrat sitzen. Das ist schon eine kleine Botschaft. Ich möchte Sie jetzt bitten, Ihre Botschaften uns mitzugeben. Darf ich Sie zuerst bitten, Frau Direktor? Wir haben gesprochen über ein Familienleben. Wir sind aufgekommen, dass Sexualisierung, wöchentliche Sexualisierung, sehr, sehr viel mit den Familien zu tun hat. Sie haben, Frau Meier, erzählt davon, wie schwierig es ist, in nicht intakten Familien die Sexualisierung völlig zu verhindern. Was ist Ihre Botschaft? Was können wir jetzt machen? Politischer Kinder, oder so kommen wir gleich. Was können wir machen? Sind wir völlig hilflos? Nein. Als Eltern? Wir sind dann hilflos, wenn wir uns das einreden lassen, dass wir hilflos sind und nichts vermögen. Das heißt, wir müssen uns auf die Hinterbeine stellen. Das heißt, wir müssen wirklich mit allen darüber sprechen. Erstens einmal, was da im Gange ist. Wir müssen mehr oder weniger die Medien ersetzen, die eigentlich die Informationspflicht hätten, diese aber nicht wahrnehmen. Also müssen wir das wahrnehmen, dass wir die Leute wirklich informieren. Wer Kinder hat in den Schulen, der muss sich auch dort auf die Hinterbeine stellen. Über den Elternverein, über die Klassenelternvertreter, dass man sich erkundigt, dass wenn da plötzlich 20 Eltern vor der Direktion stehen, dann wird die Frau Direktor anders reden, als wenn keiner kommt. Ja? Und wenn da wirklich alle aufstehen und sagen, wir wollen das nicht und wir werden auch nicht zulassen, dass unsere Kinder mit diesem Schund in Berührung kommen und wir werden andere Mittel ergreifen, dann hat das sicher auch eine Wirkung. Und dann würde ich auch wirklich sagen, dass wir der Bildungsministerin, der Name passt da schon gar nicht mehr, dass wir ihr wirklich persönliche auch Mails schicken und ihr mal den zumailen wirklich. Ja? Und dass wir nicht schweigen, sondern dass wir laut aufstehen
und wirklich einmal ja, sagen, was los ist. Ich möchte aber etwas noch sagen, das ist dann mein letztes Wort. Ich bin Katholikin, ich bin Christin und ich habe heute in der Bibel, die Bibel aufgeschlagen und da habe ich wirklich zufällig, ja, wirklich ist mein Finger drauf hingekommen, Matthäus 18, 6 bis 7. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlenstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde. Wehe der Welt mit ihrer Verführung. Es muss zwar Verführung geben, doch wehe dem Menschen, der sie verschuldet. Und damit möchte ich schließen. Ja, das Konservative. Für mich ist einfach, es sollte viel mehr noch diese Familie, Vater, Mutter, Kind, Sternfamilie gefördert werden und auch den Kindern gelehrt werden, was Beziehung bedeutet und den Eltern auch gelehrt werden. Und das ist natürlich nicht einfach. Man könnte in der Schule ansetzen, aber man muss wieder sozusagen die inneren Werte eben auch propagieren, gesellschaftlich propagieren, im Journalismus propagieren. Das ist eine totale Umkehrung, was da eigentlich stattfindet. Dann habe ich das Gefühl, wir brauchen neue Pioniere, die die Fahne der Familie zurückerobene Land pflanzen und der Gesellschaft zeigen, was Familie überhaupt ist. Empfinden Sie das auch? Weil es gibt kaum Familienzusammenschlüsse, also so zu sagen, wir sind jetzt da und wir machen einen Aufstand. Ja. Weil die Familien sind ja alle so beschäftigt mit sich selbst, um sich selbst irgendwie aufrechtzuerhalten, haben wir manchmal das Gefühl. Ja. Und natürlich diejenigen, die also schon selber in ihrer Kindheit Schwierigkeiten gehabt haben, die können das auch nicht weitergeben. Ja. Und mit denen habe ich dann zu tun. Ne. Und ich glaube, also, wir haben kaum irgendwelche Indikatoren in der Gesellschaft, wo gesagt wird, schau, so gehört es gemacht, so wird der partnerschaftliche Beziehung gestaltet. Wo muss ich Schwierigkeiten überwinden? Was ist es gut, wenn ich Schwierigkeiten überwinden kann in der Partnerschaft? Für was ist es gut? Für was ist es gut, sich anzustrengen? Was habe ich für einen persönlichen Gewinn davon? Ja? Oder auch weitschauen, zu denken, ja, was wird sein, wenn alle nur individual visiert werden? Ja? Dann die Familien zerbrechen, zum Teil alleine weiterleben. Was kommt auf uns zu? Ich muss ja bitte weiterdenken. Und ich meine, rein wirtschaftlich verstehe ich es auch nicht, dass man weiterdenkt, weil der volkswirtschaftliche Schaden ist enorm. Ich kann sagen, Tausende von Euro geht in eine Familie, die betreut wird. Ja, stellen Sie sich vor, in einer Familie, ich habe jetzt vier Familien, wo jeweils zwei Betreuer sind, die in den Kindergarten gehen, ja, die zusätzlich noch alle möglichen Dinge haben, also die Gruppenerziehung, Lernbetreuung. Stellen Sie sich vor, was da geht hineingeht. Wenn man die Eltern wieder befähigt und ihnen hilft, irgendwie zu lernen oder zu zeigen, dass das was Schönes sein kann, Eltern zu sein. Wir müssen als Familie wieder stark sein. Ja, dann brauchen wir alle diese zusätzlichen, also vermindert zumindest, diese ganzen zusätzlichen Hilfen. Ne? Ich glaube, das ist ja richtiger Betrieb schon. Ne? Also wir haben zum Beispiel, ich arbeite vom Pflegeelternverein, also ich bin praktisch Partner vom Jugendamt. Wir haben bestimmtes Personal, das immer zur Verfügung stehen muss, wenn Krisen kommen, dass immer einer schnell da ist, zum Beispiel. Da sind Leerläufe drin, der muss weiterbezahlt werden, weil man immer achten muss, dass ja
alles versorgt ist. Ne? Es gibt Rufbereitschaft und das unwahrscheinliche System. Ja? Ein atemberaubendes System steht da dahinter. Ja? Und ich glaube, also, dass man einfach zumindest beginnen muss in eine andere Richtung. Und wenn ich jetzt da schaue, jetzt von der Politik, ich bin politisch interessiert, alle versuchen, also ich meine, gerade die Familienministerin, jetzt endlich gibt es nicht nur eine Frauenministerin, es gibt eine Familienministerin. Ich habe viel Hoffnung gehabt, muss ich sagen, aber ihre Aussagen haben mich total enttäuscht. Weil sie hat irgendwie versucht, wieder sozusagen den gesellschaftlichen Trend zu verändern. Jetzt, das Thema ist interessant, wem gestern von Ihnen ähnlich wie der Frau Weiler? Ja. Okay, danke schön für Ihr Voting. Wenn ich mein Gmx-Adresse aufgemacht habe, dann haben wir immer das Abendmorgen schon anschauen müssen, bis ich meine Mails aufmachen konnte. Wie schaffen wir es in einer so durchsexualisierten, durchgestylten Internetwelt, Familienwerte überzubringen? Also ich würde sagen, wer Gmx-Adresse hat, bitte abbilden. Das ist immer der erste Schritt. Ein kleiner Schritt, aber es ist wichtig, weil es ist einer, man merkt, Gmx sind die E-Mail-Adresse, also viele Leute in die Pornografie geraten eigentlich. Also man kann hier, gibt Alternativen, Gmail, die machen keine Werbung mehr, also Google-Mail oder sonst was, ja. Oder irgendwie im Internet provider. Nicht zu den großen Gmx, sind besser, wenn da nicht kann. Gmx ist dann nicht so gut. Man kann was machen, auch mit dieser Sache des Erlasses. Ja. Aber wenn jeder ein bisschen was macht, das macht schon was aus. Ja. Und auch die Briefe schreiben, ich bin Politiker, er möchte Stimmen haben. Also es geht um Stimmen, ja, wie mehr man sich aufregt. Das ist ein Thema, das eigentlich nicht so Anklang findet. Ja. Das macht, zerstört auch schon auch Grüne und auch Rote. Es geht um Wählerstimmen. Man kann das machen. Für mich heißt das ganz konkret, das heißt, mit den Online-Medien, mit die Presse oder so, halt Kurier einsteigen und anfangen, Posts, also Kommentare einzutragen zu Artikeln. Ja. Und das prägt die Meinung von vielen, vielen Leuten. Diese Artikel werden gegeben von zigtausend, zehntausend Leuten. Das glaubt man nicht, ja. Das prägt Meinung, das ist einfach Meinung. Das kann man virtuell sehr wohl. Man kann es verändern. Ganz was Praktisches, ich habe es im Buch aufliegen. Wenn Sie das Thema Kinder, also Umgang Eltern mit den Kindern, wie können Eltern umgehen mit der ganzen Problematik, eben Thema Anlass, Thema Pornografie, bei den eigenen Kindern, gehe ich um mit dem Thema. Wir haben eine Broschüre, die liegt hinten, können Sie gratis mitnehmen, gerne geschickt Ihnen Tausende, sogar Tausende gedruckt, und das bringt wieder konservative Werte. Also nein, das ist was, ich mag das konservativ liberal nicht, das ist was, ich glaube, diese Broschüre ist liberal. Ich glaube, was wir heute besprechen, ist eigentlich schwerst liberal. Welches Wort? Weil konservativ ist eigentlich das was liberal tituliert ist. Das ist sehr schwierig, aber der Befreiheit eigentlich im positiven Sinn. Ist ja das Ganze, was man mit Erlass, ist ja nicht. Weder für die Eltern noch für die Kinder. Aber wenn das Konservative ist eigentlich zu groß. Das ist Vernunft gestützt. Ja, genau. Und die Logik, es zählt nicht mehr die Logik, die Wissenschaft, das zählt nicht mehr. Also da kann man was machen, konkret in die Schulen reingehen. Ich war sehr überrascht, dass Kammersinn und Co. unsere Broschüre auf der Titelseite für Gewaltinfo-Website beworben haben. Wir haben keine Ahnung warum, ob das nicht ein Fehler war oder so, weil von den Werten her sind wir konservativer, als was das Familienministerium anbelangt. Die sitzen ja lauter, die wurden rechtzeitig nach dem Zipokop eingesetzt, damit die jahrelang existieren, wir haben Timesleiter. Aber das Ding ist dort gelandet. Also, und es ist eine Möglichkeit, in Schulen hineinzukommen. Wir haben eine hohe Anzahl an Volksschulen, die uns bestellen derzeit. Wir haben zig, Zehntausende, die produziert haben, das geht nicht in die anderen Szenen. Also, es ist eine Möglichkeit, das zum Beispiel zu verwenden. Es ist vorsichtig geschrieben, nicht religiös oder so, sondern mit guten Werten für Eltern. Das kann man bei Ihnen bestellen. Das kann man bestellen, ich glaube, kann es Sinn. Es gibt eine E-Mail-Adresse, die müssen bestellen. Wir haben wirklich zigtausend. Wir unterstützen euch gerne auch, wir drucken und das geht besser, als wir dachten eigentlich. Warum ich muss das wieder eigentlich machen? Also, das ist eine Möglichkeit, aber positiv was zu verändern. Also, es ist schön und gut, immer gegen was zu sein, ja, Positionen zu unterschreiben. Das mag sein, aber wir müssen einfach positive Impulse setzen. Das ist für uns als Verein hier einfach versuchen, okay,
das ist die Situation, wir können auch Petitionen machen und dann was gegen was zu sein. Das ist übrigens der Erlass, steht jetzt das erste Mal in fast 10 Jahren Geschichte, einmal gegen was sind. Hier in England war es eine ganz andere Bewegung, versuchen positiv hier was zu verändern. Das heißt, sich zu trauen, auch in Kreise zu gehen, Gespräche zu auch in sogenannten liberalen Kreisen. Das sind praktische Dinge. Ich bin zum Beispiel morgen Lehrer von der Siebentor-Universität, also jemand, der eigentlich konservative Werte vertritt. Und da haben sich halt auch Möglichkeiten ergeben für später. Da glauben Sie mir, da weht ein ganz anderer Wind als heute Abend. Das muss mich morgen anstellen, ganz richtig. Mit gemeinsam mit der Gerte Sänger, der rede ich regelmäßig. Sie weiß, dass ich auch Christ bin, gläubig bin, aktiv. Das prägt sie auch. Also ihre Haltung zur Pornografie hat sich auch sehr geändert. Sie ist mittlerweile keine fahle, fahnenschwingende Dame, die sagt, ja, die sexuelle Revolution, das war so ein Durchbruch, sondern sie ist kritisch geworden. Es sind andere Leute, die ich getroffen habe, die Dolores Schmiedinger, Barbara Karl, verschiedene Leute. Einfach ein Gespräch suchen, versuchen Wege zu finden. Und wenn man danach baut, merkt man eh, dass sie gar nicht so glücklich sind da manchmal über diese Dinge. Und dass die 68er vielleicht gar nicht so toll waren, weil es war eine Not da, ja, der ich mir nicht begegne. Und muss sagen, konservative Kreise auch sogar gegen alles. Ja. Aber da war eine Not schon da. Und dazu zu schauen, dass sie Positives beeinflussen, dass sie da was Positives reinbringen. Und vor allem, dass es jetzt und vielleicht noch. Das sage ich als christlicher Hintergrund, ist für die Kinder zu beten und eine höhere Dimension eigentlich zu sehen und dann anzudocken. Sie haben Bibel lesen und gesagt, ist eine gute Möglichkeit, das mache ich sehr gerne, weil das sind da Werte drin, gute alte christliche Werte eigentlich. Und wenn man da beobachtet, ist das, was wir erleben, nichts Neues. Das gab es in der Römerzeit, das waren 500 Jahre, ich hoffe nicht, dass das ganz so lange dauert. Ganz manchmal ist es noch, ja, wie Sie sagen, der einfach richtig wählen auch. Ich habe eine gewisse Farbe mit. Ich sage Ihnen, ich bin weiß nicht in der Partei, aber ich werde zum ersten Mal im Leben auch, ich weiß, viele unserer Freunde der anderen Farbe wählen, einfach weil es macht was aus, ja, um eine Position zu stärken. Und ich war im ÖVP-Kreis unterwegs in diversen Thementagungen und ich sehe, dass das eine zerrissene Partei ist. Das heißt, wie es ist, ja, von liberal, also von Rot-Grün der Partei und genauso gute konservative. Ja, das ist eine zerrissene Partei. Ich war schockiert, was wir da besprochen haben mit den Arbeitsgruppen, dass die da keine Partei darstellen eigentlich, sondern zerrissen sind. Und wobei sie jetzt wieder vor zwei Wochen die Entscheidung gehabt haben, sie wollen doch wieder tun zu Mama, Papa, Mama, Kind, das ist eine Entscheidung. Sehr zu überraschen, weil sie wissen, dass eine andere Partei sich Stimmen verlieren. Also, das sind so Zeichen, die man setzen kann. Ich weiß, das ist sehr politisch, aber jetzt sage ich auch jemand, der normal sagt, wir müssen ein Zeichen setzen, es geht um sehr viel, es geht um die Zukunft des Landes und das Ding wird irgendwo anfahren, es funktioniert volkswirtschaftlich gar nicht, es wird an, also das ist nicht meine Hoffnung, in diese, einerseits schon, aber dann haben wir die Scherben und das will Jahre dauern, das hat aber gleich gesehen mittlerweile, jetzt haben wir die Scherben auch der sexuellen Revolution, jetzt müssen wir anfangen, das wieder aufzubauen, Sattel kaputt können sie, ja. Und das schiebt auch die alte Garde in manchen Dingen wieder aus, also, alte Garde im Sinne von Sexualtherapeuten. Beten im Internetzeitalter, Frau Abgeordnete, ich will auch nicht Familienpolitik. Ganz kurz, was muss ich machen? Das war wirklich schön. Ja, erstens war es schön, dass wir uns hier vereinbaren konnten, dass Familie, ohne Familie geht es nicht. Richtig nicht. Es ist ökonomisch sinnlos, Familie zu zerstören und dann die Schäden aufzuräumen. Die Geburtenrate wird also nur mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, also alle werden keine Kinder adoptieren wollen, die müssen übrigens auch herkommen. Und ganz ernst, also das Thema ist gut, dass man sich jetzt da nicht auf Familie konzentriert. Wir werden das mit Einwanderung nicht kompensieren. Weil Einwanderer bringen ihren eigenen Kulturkreis, ihre eigene Welt mit und werden sie hier etablieren. Und wir haben damit unsere Kultur und unseren Umkreis hier verloren. Das muss man auch dazu ehrlich sagen. Die Vorstellung, dass die kommen, und innerhalb von 3 Monaten, so sind wie alle anderen Wieselbacher, die ist falsch und sie ist auch innen. Das ist eine Form der Leitnahme. Das kann man ihnen überhaupt nicht abverlangen. Zweitens ist aber ganz materiell, wir brauchen Kinder. Einfach nur, damit dieses Land weiter besteht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Einwanderung ist keine Möglichkeit. Das ist dann ein anderes Land. Zum Dritten, Familie produziert ja eben nicht nur im materiellen Sinne Zukunft, sondern schafft im humanen Sinne Zukunft. In der Familie wird das humane Miteinander gelernt und gelehrt. Und da freue ich mich jetzt also ganz besonders auch, das, was auch mehrmals angesprochen ist, da Menschen, die aus verschiedenen Umkreis kommen und sie haben also wirklich eine ganz, wie soll ich sagen, eine
sensationell unzeitgemäße Geschichte mit dem Beten gesagt. Es war wirklich schön, dass Sie das sagen, das sind die wirklich wichtig meinen. Dass sich Menschen zu diesem gemeinsamen Ziel verstehen. Es ist ganz wichtig, dass wir hier gemeinsam alle wohlmeinend agieren. Und zwar, um jetzt noch einmal zu sagen, wie, ja eben mit Zivilcourage. Ich darf aber ganz kurz noch darauf hinweisen, war man Schweizer, hätte man es einfach. Dann würden wir schlicht und einfach dieses Gesetz oder diesen Erlass zu einer Abstimmung stellen und dann hätten wir es oder hätten wir es nicht. Da sieht man, also diese Geschichte mit der direkten Demokratie ist kein Blödsinn. Ja. Wir sollten uns nicht mühsam überlegen, wie wir es tun. Nichts. Eine Initiative, das wird abgestimmt und dann ist es so oder ist nicht so. Aber es ist wunderbar, dass wir uns hier zusammenfinden und Frau Direktor hat aus Matthäus zitiert, ich darf sozusagen als Kind des deutschen Idealismus den Schiller dazu beifügen, der sagt, das Kind ist uns eine Vergegenwärtigung des Ideals, dem Menschen von Sittlichkeit und Empfindungen wird ein Kind deswegen ein heiliger Gegenstand sein. Ich glaube, ein besseres Schlusswort können wir nicht finden. Okay. Danke. Ich war sehr, sehr glücklich, dass Sie alle gekommen sind. Ich hoffe, es hat Ihnen auch noch halb so viel Spaß gemacht wie mir persönlich. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Nachhausekommen und ein schönes Wochenende. Danke. Mein Wunsch oder meine Vision, meine Hoffnung ist für die kommenden Jahre, ich glaube, man an der Seite macht selbst gern, dass sie gerade in diesen Monaten große Feiern und das Leben anscheinend feiert. Ich glaube, es ist meine große Vision oder Hoffnung, dass man in Zukunft wirklich auch mal das Familienleben als Familie wirklich im großen Stil feiert, um zu zeigen, ob da Familie ist lebendig. Und ich möchte noch eines dazu sagen, ich glaube, wir müssen eben ein ganz bewusstes Selbstverständnis als Eltern auch entwickeln. Ja. In der Beziehung zu den Kindern, die Eltern oder die Kinder sind erstmal nicht, weil aufgrund meiner, was ich kann und was ich weiß, ja, ein Kind ist egal, so also wie ob ich Generaldirektor bin oder Straßenkehrer. Und da möchte ich auch also mit einem letzten Satz, enden. Ich habe ein Buch, und zwar heißt das von Professor Gordon Neufeld, ein Entwicklungspsychologe, der hat das ein Buch geschrieben, das heißt das Buch, und das heißt unsere Kinder brauchen uns. Ja. Und ein Satz, der mich zutiefst berührt hat, der Anfangssatz von einem Kapitel, der heißt, die Beziehung zu unseren Kindern ist heilig. Und das muss man sich einmal reflektieren. Ich werde noch zum Schluss in der nächsten Zeit überlegen, wie wir eine Petition starten kann und möchte da natürlich das auch das ausschicken mit der Bitte, dass ich das also auch weiter um hier vor allem also Tendenzen eben mit der ganzen Sexualaufklärungsgeschichte und diesen Tendenzen wirklich jetzt auch etwas entgegenzustellen. Also auch vielleicht darf ich noch auch kurz erwähnen, Frau Hirtner hat das erwähnt, ich bin ja in einem sehr persönlichen und engen Kontakt mit dem Dr. Gehring und der hat das auch eine Seite erstellt, dort kann man also auch eine Petition zum Thema Sexualaufklärung unterschreiben. Die Seite heißt e-faula-on.voting. Ohne Hilfe.
paula-traum.voting. Also das ist sicherlich jetzt auch wert. Damit herzlichen Dank und auch für eure Unterstützung und euren Einsatz. Und jetzt sind ich noch gefragt, ob ich noch ein kleines Buffet vorbereitet, das ist also gerne eingeladen. Im 6. Bezirk war ich Direktorin und zuerst war ich in der Großhandlung.